Die Bäuerwahl! Hallo! Uckelü! Assalamualaikum, Cousins, Cousinen! Merhaba! Was geht? Hallo! Entschuldigung! Das haben wir gestern schon gehört. Also, oh. Boah, ne, das hier. Entschuldigung fürs zu spät kommen. Zwischenmenschliche Beziehungen haben mich daran gehindert, online zu kommen. Und O2 wollte mich sabotieren, online zu kommen. Ja. Wir reden auch nicht viel jetzt. Hört man mich? Ja, man hört mich. Hallo. Go stupid. Go crazy. Also, Digga, Dankeschön für $7. Ausreden, nee. Tatsache, O2 hat gerade Schwester Kusch angerufen, die meint, ich soll für ein paar Stunden den Internetstecker aus der Dose rausziehen, damit die Diagnose machen können. Und ich so, nö. Nö. Juri, Dankeschön für 100 Bits. Nö. Nö. Mach ich nicht. Mach ich morgen oder so. Ja, ja. Diagnose und Internet, ja, ich denke mal bis zu dem Verteiler-Ding da oder so. Keine Ahnung, warum die das machen wollen. Für ein paar Stunden am Abend, wer hat den ins Gehirn geschissen? Frage ich mich auch, keine Ahnung. Ist mir aber egal, habe ich gesagt, nö. Also Schwester Kusch hat gesagt, nö. Dann hatte Mila noch ein paar kleine Probleme, aber das ist so Real-Life-Stuff, das brauchen wir hier nicht, Dings. Und Schwester Kusch und mein Schwager waren einkaufen und wir haben später erst hier gekocht. Mussten noch was essen. Direkt Hörer aus der Hand reißen, ist Arbeitszeit. Naja, das kann ich ja nicht bringen, weil ich habe hier keinen Businessvertrag mehr. Oder? Weiß ich gar nicht, Alter. Boah, ich weiß das gar nicht, Alter. Ja, das ist eine gute Frage. Muss ich mal abchecken. So, gleich kommt meine Sujo-Kalzone. Geil, Alter. Hi, ihr wunderschönen Menschen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und Unicorn Hunter, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps. Und Arvo, Digga, Dankeschön für den Prime im 27. Monat. Kuss auf den Rentner. Je, was ist mit Vodafone? 1 Gigabit, geht das gar nicht bei dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Höchste, was dir geht, ist 250k. Ich habe übrigens wieder auf 60 FPS eingestellt. Und 900p. Mal gucken, ob das heute funktioniert. Wenn nicht, muss ich das morgen mit dem Stecker da machen, was die mir gesagt haben. Aber morgen ist ja eh frei, ne? Dienstag, Mittwochs. Und, ne, das war vor 20 Stunden, sonst war keiner. Und die Urine 100 Bits, dankeschön. Nur das Bild ist dunkel, weil ich das so eingestellt habe. Ich mag dunkle Sachen. Ich bin aber hässlich, warum sagst du sowas? Hallo Dolnirup. Wie jetzt frei? Nicht jetzt frei, morgen. Heute ist doch Montag, oder? Heute ist Montag, Dienstag und Mittwoch, Oma. Und optional auch noch Donnerstag. Bitte keine Hassnachrichten auf Twitter, dass der $5-Sub nicht wert ist. Wie abgelehnt? Hallo? Why? Why? Warum direkt unsub? Ah. Tut schon ein bisschen weh im Herzen. Wie geht's euch? Was machen Sachen? Wir zocken heute wieder RP. Die nächsten 2 Tage, wo frei sind, klären wir dann wegen The Dark Pictures auf my Dödel oder wie das heißt. Meine Snacks sind kalt geworden beim Warten. Ja, ja. Was hab ich gerade verpasst? Nix, Kobo, nix. Ich erzähl wieder, ich plauder wieder aus dem Nähkästchen. Hallo Swiss TV. Schreibt Twitch an, warum kein Content vom Partner? Das ist Erpressung, Oma. Nein! Wann kommt der P? Der P kommt gleich. Und wir machen heute nochmal das Fashion-Ding da. Müssen wir? Nein, müssen wir eigentlich nicht, aber ich hab Bock drauf. Aber auch, ein bisschen müssen wir, weil ich will den O'Brien da nicht allein lassen. Weil Jack ist in der WoW-Pommes gefangen und sonst kümmert sich da keiner drum. Und keiner kümmert sich drum, heißt, das Feature geht den Bach runter. Und das kann ich nicht zulassen. Außerdem macht mir das Spaß. Und ich muss ein bisschen. Das Bild ist übrigens jetzt recht dunkel, oder?
Eigentlich nicht. Also bei mir ist das hell. Ich weiß nicht, was du für einen Monitor hast. Sag ich ganz ehrlich. Also keine Ahnung, was du meinst. Ja, guck mal, ich mach das mal so Standard. Dann ist das, ich finde das, dann sieht das kacke aus. Guck mal jetzt, wie hell das ist. Ich habe mir mit Burger selbst gegrillt, mit allem drum und dran. Boah, ich hoffe, dass die gut geschmeckt haben. Guck mal, das ist doch ein bisschen zu hell. Dann mach Kontrast rein, okay. Kontrast. Nein! Chat, Frage, was ist Kontrast? Ich hab hier... Ach, da ist Kontrast, sorry. So? So? 5 Jahre Streamer bei so. Und vielleicht ein bisschen mehr Farbe rein. So. Ja, so ist in Ordnung. Ich mach da den OBS. So ist gut. Damit bin ich zufrieden. Ist das okay? Ja, ne? Warte, hier gibt's noch mehr. Hier gibt's noch mehr. Was ist denn Schärfung? Ach du Scheiße. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Hilfe! Nee. War vorhin nicht eine fette Donation von Azon, Dicker, oder bin ich dumm? Da hab ich gesagt, waren $6.90. Du hast wahrscheinlich 690 gelesen. Hab ich also, Digga, schon Danke für gesagt. Dankeschön, Bika. Wir lassen das jetzt so. Das sieht gut aus. Ja. So, ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, allen euch geht's gut. Wir zocken heute wieder Fashion RP. Also lehnt euch zurück, holt eure Kuscheldecke. Obwohl, gestern war lustig, Alter. Das war schon lustig. Oh, überhaupt, sorry. Und der hatte 690 gelesen. Hallo, Paradox. Okay, Bika. Wollte schon sagen, du hast mir ein bisschen Schreck hineingejagt. Und Esaris, Dankeschön für den Prime-Sub im 8. Monat. RP, also Chat wieder. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir vermischen ja diese Koop-Dinger jetzt mit RP. Hab ich ja gesagt, machen wir wirklich. Und ich kläre in den nächsten 2 Tagen wegen Gangbeast mal. Mit den Juni und so, mit den Gang. Okay, machen wir. Ich mache jetzt nur eine Duftkerze und dann gehen wir eine Pommes. Aber waren 10, was waren 10? So, Curtis, was ist mit Pinas los? Hat der Urlaub? Nee, hat keinen Urlaub, kommt. Kommt, keine Sorge. Da bin ich einmal überfordert, weil ich zu viel Content habe, Alter, und mecker wieder rum. Vorher hatte ich zu wenig in meinen Augen. Wir haben den Curtis mit Fashion Away, wir haben Peanuts mit den Dicken, wir haben Cody mit dem Waffendealer, wir haben die Koop-Games, wir können Talk-Streams machen, Pool-Streams können wir machen, Damage-Boss, Dankeschön für den Resub im 8. Monat. Ja, hat Twinkie 2 linke Füße? Weiß ich nicht. Ich habe vorhin VOD geguckt. Die eine, die diesen Marvin zusammengeschissen hat, war immer geil. Ja, Mann. Junge, Alter. Der Typ nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass der einer von links ist. Von der Straßengang, Alter. Habe ich, Gefühl, habe ich schon angekündigt. Poolstreams mit Pina würde ich fühlen. Deine Schriftart bei den Donuts ist kacke. Man sieht, okay, Oma. Werde ich mir merken, werde ich ändern, okay?
Ich wollte die Anzeige eben ein bisschen größer machen und besser lesbar, Dingsbums. Und also, Digga, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Ich küsse deine Kniekehle. Ein Follow würde ich auch noch nehmen, wenn ihr ein Follow übrig habt. Weil wir sind nämlich kurz vor den 100.000. Bitte lasst mir ein Follow da. Und Blabla, Dankeschön für ein Gifted Sub. Dankeschön. Chat, kann ich ein Follow haben? Bitte. Tabasco, du, Dankeschön für 420 Bits. Kann ich noch ein Bit haben? Bitte. Kann ich noch 5 Bits haben? Hallo? Ich muss Miete zahlen nächsten Monat. Kann ich bitte 5 Bits haben? Und 5 Follows? Das ist sehr nett, danke. Ich habe Schulden, die muss ich zurückzahlen. Könnt ihr die übernehmen? Ich schreibe euch auch auf meine Tafel. Oh! Dankeschön, Bucky. Oh, dankeschön. Damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Dankeschön, Bucky, für die 5 Gifted Subs, Alter. Oh mein Gott, dankeschön. Oh. Nein, dankeschön, Bucky. Vielen lieben Dank, Buddy. Oh. Auf einmal. Ich habe doch gar nichts gemacht. Boah. Und Gaspar X, dankeschön für den Sub und herzlich willkommen in Kyrgyzstan. Assalamu alaikum, Cousin, was geht? Subs nur, wenn Goofy vorliest. Oh mein Gott. Mehrere Mann, dankeschön für 3 Gifted Subs. Fühlt euch jetzt nicht getriggert, das ist nur Spaß. Lass den Kugelschreiber fallen. Ich hab keinen, warte. Oh, da kamen Subs rein. Ich glaube, ich muss mal den Stift aufheben. Ich bin alt. Entschuldigung, dass ich heute keine Unterwäsche an habe. Tabasco Dude, dankeschön für die 420 Bits nochmal. Merci. Ihr geilen Menschen. Gleich Hexenschuss, ja, Mann. Wahrscheinlich, Alter. Ich hab Spaß an Dingen, Alter. Bruder, was war das? Jeje. Das ist Goofy, ich hab den aufgenommen. Wenn der hat einen Albtraum und so schreit er dann immer in seinem Kinderbett. Ich habe noch nie einen Typ gesehen mit einer Schnulle am Mund im Kinderbett, der Brustbehaarung hat. Ja, ihr sollt ja euch erschrecken. Sollt ihr ja auch. Real Talk aus dem Gitterbett, Alter. Und also, Digga, dankeschön für den 100 Witz, SLM. Was geht? Wir gehen jetzt in den Pommes. Ich dreh schon wieder gleich durch. Das ist ein Idiot. Boah, ausgerechnet bei dem Lied, Alter. Bruder, vielen lieben Dank für 1400 Bits. Dankeschön. Ja, ich lasse das Lied nur laufen. Auf jeden. Dankeschön. Vielen tausend Millionen Dank. Boah, ich glaube, ich wäre deutlich lustiger, wenn ich mit Cam streamen würde. Bei den Faxen, die ich hier immer mache. Dann würde der Streamer, glaube ich, nicht sterben. Ja, Cam geht leider nicht. Zimmer zu dunkel. Sorry.
Loch in der Decke hauen, bist du verrückt, Junge? Da habe ich ja schon 7 Dinger in der Decke. Da regnet es ja nur noch hier rein. Oh mein Gott, ich habe am Lager, bin ich pennen gegangen. Fuck, ich bin gar nicht zu Hause. Aber ich sehe fresh aus. Wir hören kurz das Liedende. Ich muss den Drip aufsaugen. Dana, das Lied ist in der Oldschool-Playlist. Die mache ich gerade fertig. Das dauert immer ein bisschen. Wie die Mütze. Die Mütze ist mega fresh, Alter. Die ist fresh, oh mein, fresh. Fresh. Ich bin Güffi auf der Flucht. Zitrone. Ist sie aus wie Bretty Pitt? Ja, Mann. Wer ist Bretty Pitt, Junge? Ist das nicht der Typ aus dem Zombie-Film? So, Lied ist jetzt Ende. Ab ins Bett mit euch. Wie und der Sound. Ich musste vorhin kurz hier ausloggen, weil ich essen gehen musste. Ich hab an Sachen Freude, Alter, das ist unnormal. Und Ryan, danke schön für den Prime-Star beachten. Na und lass mich doch im Müllcontainer schlafen. Das ist Mila. Vorsicht, ich schreie jetzt wieder. Da, da, da. Ja. Okay, die geht nicht auf meine P ein. Melde ich in der Suppenküche. Hallo, was machst du da? Was? Machst du da? Ich trainiere. Für was? Na, für einen großen Boxkampf. Ach so. Warum willst du mich hauen? Bist du doof? Wie findest du meine Mütze? Ich bin zu dumm, die richtig anzuziehen. Ich find's schön. Danke. Der Frank hat mich angerufen. Hat er dich auch angerufen? Ich ruf den jetzt an, dann schrei ich den an. Also Ohren zu halten. Okay, hat er nicht. Geht nicht dran. Telefoniert. Aber der Jan hat angerufen. Vielleicht geht der dann, dann schrei ich den an. Okay, okay, halt dir die Ohren zu. Okay.
Hallo, Curtis. Oh Gott, du Armer, was machst du? Alter, du Wichser, Junge. Entschuldigung, Bruder, mir ist einer über den Fuß gefahren, Alter. Alter, das ja. Ey, Mann, ich hatte Angst, Bruder. Junge, der ist mir über den Fuß gefahren. Weißt du, was der meinte aus dem Auto? Ich hab dich geholt, Digga. Du warst besessen, Alter. Der fährt mir über den Fuß. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Was denn? Ich so, Bruder, was willst du von mir, Alter? Hey, du bist ja Dings. Der O'Brien hat mir schon gesagt, wegen der Cappy, ne? Ja, so, ja, und eine Sonnenbrille, die jeder hat, die auch Fell hat. Was kostet die und die Cappy? Boah, welche Sonnenbrille hatten die? So eine runde? Ja, die runde. Wie teuer ist sie? Die haben wir nicht für Typen, wir haben nur so eine Cartier für Typen. Nö, Dings trägt die. Okay. Nee, warte mal, hast du schon einen Typen? Ja, dann meinst du, ja, dann meinst du die, da meinst du aber nicht die Frauendings. Die kostet 50k. Die hat Faye auch an. Ja, die hätte ich gern einmal. Ja. Und wie teuer ist diese Cap, die nach hinten geht? Diese schwarze, diese Basecap, Baseballcap? Ja, ich nehme beides. Ja, aber welche? Welche Cap willst du haben? Einfach eine schwarze. Komplett schwarze oder mit was drauf? Ja. Nee, komplett. Okay. Ja, ich bin gerade hier am Lager. Ruf ich dich gleich an. Okay, danke. Bis gleich. Bis gleich. Tschu. Hi. Hi. Ich meine, hi. Ich muss eine Sonnenbrille aus dem Dings holen. Hast du schon noch eine Bestellung? Ich rufe direkt den O'Brien direkt an. Diesen Noah wollte noch irgendwas, aber ich konnte ihn bisher nicht erreichen. Weißt du, wo Beatty hin ist? Hat den Katalog für dich? Beatty ist, Entschuldigung, voll asozial von mir, Alter. Brauchst du irgendwas? Ich bin gerade am Lager. Bist du mit Mila da? Ja, bin ich. Ah ja, da muss ich runterkommen. Ja, dann... Ich bin auf dem Weg. Ja, die haben irgendwas gefragt wegen ihren Scheißsachen. Ja. Ich hab gesagt, die sollen das bei stimmt, dir machen. Ach ja, stimmt, Dings. Die wollen die Bomberjacke haben, wo die Textilien aber noch nicht so cool von sind. Aber nach einmal waschen, das dauert zwar 3 Wochen oder so oder einen Monat noch, ist das Textil in Ordnung. Sollen wir die trotzdem schon rausgehen? Ja, sagst du, das ist komplett escalated hässlich oder ist das so, ja, okay. Also kann man in meinen Augen machen. Ist das absolut hässlich, aber die haben das schon, glaube ich, gesehen oder selbst so einen Entwurf vorgegeben. Für die ist das in Ordnung, mir ist das scheißegal. Ja, mir wählen. Ja, ist halt wieder Geld, ne? Wir müssen heute 50 Millionen fertig machen, das sag ich dich aber. Ja, als ob ich das nicht schon gemacht habe, Junge. Ja, dann, ich rede gleich. Ich eine Mille bei euch gelassen. Wir quatschen gleich mit Faye dann. Ja, also, Faye kann jetzt aber nicht. Achso, bist du jetzt hier Vormund oder was? Der hat sie eben zu mir gesagt. Achso. Deswegen. Du hast dich echt verändert, seitdem du Single bist, sag ich dir ganz ehrlich. Warum? Weil du damals nur so ein Taktgefühl hattest und jetzt bist du halt so, weiß nicht. Wie bin ich denn? Ey, sind wir heute alle im Partnerlook hier oder was? Oh mein Gott. Junge, wir sind einfach born Blatz. Ist dein Vater da? Nee, noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Weil im Funk ist er auch nicht. Junge, so, gib mir die Holz so rum, da, wie Alter. Wieso läuft sie so rum, wie sie rumläuft? Hä, warum denn nicht? Sieht doch fresh aus. Mit dem Boxhandschuh. Achso, ja, die war am Trainieren. Achso. Genau, lass mich in Ruhe. Achte gut. Ja, und dann... Okay. Aber der Granny, die macht dich fertig. Bitte, bitte. Wundert, dass wir zwei NFL-Trikots haben. Auch noch ein anderes, außer von den 49ers. Von den Buccaneers. Ist das oder das? Guck doch mal, was ich habe. Das ist ja, NFL. Ach, das Ding ist ja, das. Ja, das ist nur ohne Hoodie. Die Runden oder wie? Was kostet denn die Scheiße? Ja, Paul, sind so oh, ich glaube, das ist ein bisschen billiger als das mit Hoodie. Ohne Hoodie. Ich pack sie dir ein und... Weil halt kein Hoodie dabei ist. Sag dir Bescheid, wenn ich dahin feier. NFL-Jersey, warte, das Jersey. Für die Sonne. Nee, das kostet genauso viel, 250. Ja. Warte, lass mich noch einmal checken. Warum auch nicht? Okay. Warte, okay, let's go. NFL-Jersey, warte. 50.000, ja. Da kannst du von mir aus auch geben, wenn du jetzt eh was anderes anziehst. Ja, 250, okay, nur, ich zieh nichts anderes, ich bleib so.
Ja, komm, dann brauche ich es einmal. Oh, Jack ruft an. Assalamu alaikum, Cousin. Kommen Sie mal ins Lagermann hier, Junge. Ihr brennt. Wir arbeiten. Okay, bis gleich. Eine Runde Sonnenbrille für Männer, bitte. Okay, dann brauchen wir zwei. Der John hat auch eine bestellt. Und der wollt Fashion Cap. In ganz schwarz, ohne Dings. Könnt ihr mal die Leitstelle besetzen? Nee. Bist du irre, Alter? Junge, ja, der Laden ist nicht auf. Ja, die rufen mich die ganze Zeit an. Ja, und? Arbeite für dein Geld. Ja, hallo, ja. Ich hab vielleicht noch einen Hauptjob. Ja, dann kündige. Als Maul. Wie, als... Sagst du mich da in mein Auge? Ja. Kündige. Nicht so fech, Freundchen. Ruhe. Du bist viel netter, wenn du getrunken hast. Ja, Mann, das stimmt. Warum? Ah, ne, zwei, eine Sonnenbrille, okay. Eine Sonnenbrille wolltest du und was noch? Was ist, hallo? Ich? Ja. Ja, nur eine Sonnenbrille. Bei der okay, Noah ist immer noch nicht da. Wie kommt der da an, ihr Humpelt? Dann hat der schon wieder gemacht. Ça va? Ja, schön, dass hallo, Hausi, was geht? Hallo, Tag, hallo. Du bist wo? Quatsch mich nicht voll. Was brauchst du? Ich brauche von dir einmal F40 Supreme. Welchen? Ja, den schwarzen. Den wir alle kaufen. Oh, Junge. Die wissen aber schon, dass andere Farben. Nee. Ja, aber wir die können wissen die halt nicht, ja gar wie nicht aussehen. Wissen. Wissen sie ja nicht. Den hier mit Supreme? Ja, den einmal? Ja. Dann brauche ich einmal das rote Trikot, was du eben anhattest. Oh no, Alter. Warum kopieren die mich eigentlich immer seit 2017? Weiß nicht. Huckelu. Ja, was noch? Von dir tatsächlich weiter nix. Dann brauche ich Mila den Rest. Oh nö. Oh nö. Doch, Mila, bitte. Okay. Was brauchst du? Okay. Und zwar brauche ich LED schwarz mit weiß. Oder halt blau. Jetzt im Hellen sieht das blau aus. Okay, LED. Tristan, danke schön für den Resub im sechsten Monat. Ich küsse dein Herz. Und hallo, die gerade eingeschaltet haben. Und hallo, Hausi. Schön aufschreiben alles. Ja, ja, das sind die, die im Dunkeln weiß sind. Mhm. Ja, die einmal, bitte. Ja. Scheiße, warte. Ich habe falsch gemacht. Was kann ich noch Gutes für Sie tun? Einmal eine Hotpants, bitte. Eine Hotpants, kommt sofort. Ja. Dann einmal LED weiß mit gelb. Wenn wir weiß mit gelb nicht haben, dann hellblau. Weiß mit gelb, wenn wir gelb nicht haben, dann... Ich glaube, wir haben kein gelb. Ja, dann nehmen wir auch wieder die weiß-hellblau. Okay. Ah, die da. Bye, have a beautiful time. Ja. Hallo, Rixi. Okay, dann einmal LED und weiß Tricks, mit Dankeschön rot. Und Tricks, danke schön, für du bist am 16. Weiß mit ah, nee, das... Warte mal. Ihr wunderschönen Menschen. Warte mal. Nö, ne, schaut, die juckt hier gar keinen. Keiner fragt, ob es mir gut geht. Habe ich vorhin einmal eine vergessen. Penalty. Dann brauche ich aber gleich was Gottes. Hä, was willst du, Junge? Du brauchst gar nicht anziehen, Jack, das ist meine. Nein, kannst du nicht. Ja, nein. Die Kicker-Jeans und die Bomberjacke ist only Kicker. Also das, was ich gerade gesagt habe, vergesse. Ja, ja. Weiß mit also hellblau hast du, ne? Mhm. Dann einmal das Basketball mir geht's gut, ja? In blau. Ich hoffe, auch. Also das, was du anhast, bloß in blau. In Bau. In Bau. In Bau. In Bau, in Bau. Bau, 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 Bau. Haben wir die gar nicht, die anderen? Gib nicht in Bau. Gib nur so. Oh Gott. Ja, gib mir das mal. Ich versuche das da anzudrehen. Okay. Das, was er eben hatte. Ja, das sieht tight aus. Ich wollte das eigentlich auch heute anziehen. Was soll was werden? Was kann ich Ihnen sonst noch Gutes tun? Einmal ein Titi-Bandana in schwarz und einmal ein Titi-Bandana in rot. Gut, Charlie, dir auch, hoffe ich. Was habt ihr vor? Wir verkaufen Klamotten. Und wir haben unsere schwarz. Eigene Klamotten lassen. Ja. Und dann nehmen einmal Bestellungen LED auf und dann gehen wir das rumbringen und verticken mal. Das. LED weiß mit rot nochmal. Gerb. Und, Katalog? Dankbar. Wir müssen noch auf Faye warten. Ich habe alles drin jetzt. Yeah. Aber heute Nacht macht ihr den Rest auch. Das ist gut. Thank you so.
Ja, genau. Habe ich. Ja, das war's. Okay. Ist das der Jack? Ja. Der ist aus dem Wald raus? Ja. Ich komme aus dem Frankreich. Ich war in Mailand. Zweimal. Hallo, Chris Anthem. Lack, mach's aus dem Spiegel raus. Hört es? Hä? Hol mir mal bitte nochmal LED weiß mit rot. Sechsmal. Siebenmal. Bitte. Du kannst nicht einfach den Job kündigen, das wäre so einfach, ne? Ja. Ich könnte auch einfach bei beiden arbeiten, aber. Ja. Soon. Weiß-rot? Ja. Also weiße Schuhe mit roten Leuchtescheiben. Ja, ich bin nicht dumm. Ja, weiß ich gar nicht, wenn du nochmal fragst, so doof. Bye, have a beautiful time. Soll ich rechnen einmal aus? Ich guck mal kurz, ob im Handschuhfach noch was zu essen liegt. Ach. Schon wieder zu warm. Alter. Okay. Gib's mir her. Please. Redet der mit mir? Hört es? Was willst du? Gib's mir her. Ja, ich hab dir die Schuhe gerade zugesteckt, Junge. Sicher? Ja. Digga. Macht doch nicht so, wenn so eine Masse hier steht. Machen wir eine Rechnung von 1.000.000 und 2. Ja, sag mal die Zahlen, ich bin dumm. 102125. 102125. Nein, 10. Ja. 21. Ja. 25. 25. Und dann kommen da nochmal Nullen dahinter. Ja, eine. Ja, damit es 1.000.000 ist, ja. Glaube ich, ja. Das wäre einfacher mit Dings, ne? Mit Punkten. Aber. Ja. Ja. Aber ja. Wäre auch einfach, okay, wenn er hier arbeitet. Ja, ja, das stimmt. Am einfachsten, dann könnte ich auch Rechnung erstellen. So, ich wünsche euch viel Vergnügen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall heute nochmal. Ja, ich mache jetzt aber erstmal Dienst. Ja. Hast du gerade auch gesagt? Ja, fick dich einfach. Da humpelt er davon. Hat gebrochene Herz. Stilzchen. Frag mich nicht, was die Bandana, Alter. Das sieht aus, als hätte einer aus Pappe gebastelt und was die jetzt suchen haben, genau wie der Kack. Frag mich nicht, Alter. Da wurde den Leuten bestimmt irgendwas versprochen, da muss man das halt liefern. Bruder, du glaubst gar nicht, was gestern abgegangen ist, Alter. Glaub mir. Da kamen Leute auf mich zu von irgendwelchen Straßengangs, die aussehen, als würden die gerade im Casino arbeiten. Wollten irgendwelche Flex abholen, dem wurden Sachen versprochen, hier Alter. Hier ist wieder morgen von Kekowell. Dann rennt hier so ein Biggie rum, Alter, der ein bisschen 2x XL-Klamotten braucht. Wurde dem auch versprochen, dass der ein Jersey bekommt. Ich räume mir nur den Mist hinterher. Ja, einen Moment. OG Toasty, komm. Ja, was steht hier drauf? OG Toasty, ich komm schon. Jeremy. Und hier? Ja, hallo, ist dumm, hier ist OG Toasty. Das ist ein Cannabiszeichen. Hi. Und hier? Bei dem, das ist ein Smiley, Alter. Bist du, bei dem du? Lager. Ja. Ja? Ich hab voll Hunger. Und hier? Ja, rein. Guck ich nicht, hab ich keinen Bock. Ja? Du Hund. Kauf einfach nach Farben. Boah. Guck doch selber, bevor du die aufziehst. Nerv mich doch nicht, Alter. Was ist das? Carhartt, Junge. Das ist doch der Modedesigner, der Manfred Lensch. Das ist übrigens mein Vater. ja, 100 Dollar weniger. Ich weiß da noch nicht, was ich da machen muss, weil das schon gestern stressig war. Das pendelt sich irgendwie. Muss mal gucken, weil das wert ist, die Arbeit zu machen. Ohne sich dann großartig daran zu bereichern. Hallo. Hi. Hi. Ich hab Hunger. Hunger? Ja, das war was. Magnetia, okay. Danke schön für den Prime-Elfen und vielen Dank. Und Rati, danke schön für den Resub am 11. Und Tag. Und Make-Out Hill, danke schön für den Resub am 22. Chillig, chillig, chillig. Danke. Sind wir fertig? Ich bin fertig. Okay, du brauchtest eine Sonnenbrille, ne? Ja. Okay, dann Cap und Sonnenbrille für Jan. Janakan, dann sind wir fertig. Okay, dann bitte einmal zum Imbiss. Okay.
Und wer ist er jetzt? Der. Ja, der da. Das geht nicht. Ja, war klar. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Lass mal hier mitfahren, wir holen das Auto gleich. Ich gucke kurz, ob abgeschlossen ist. So. Benston. Ey, wir gehen kurz Sachen verticken, ne? Bunker, keine Sachen im Auto, ne, bitte? Mach ich auch nicht. Okay, ja, weil du da schon am Montieren bist. Ja, ich ruf nochmal an. Wir gehen kurz Sachen verticken. Ja, lass mich allein. Bis dann. Du bist mit Giffy, Junge. Wie sie gleich. Ich geh ins Krankenhaus. Okay. Giffy, ja, da müssen wir auch hin. Das passt ja. Oh mein Gott! Alter Schwede. Mama mia. Halt's mal. Profifahrer, by the way. Eieiei. Ich hab aber alle anderen sind gestorben. Ich hasse die Karre, wir gehen die gleich austauschen. Hier, riech mal am Fuß, hier. Das ist so different heute. Ja, Junge, der ganze Stress, der fickt mein Leben. Ich bin so froh, dass ich diese Katzenkacke jetzt weg habe, ne? Ich hab voll Hunger. Wann macht Cody auf? Wie spät ist das? Ich hab auch Hunger. 9 und wir haben gleich 8:30. Okay, guck mal, wie der fährt. Gegenverkehr. Wenn du möchtest, können wir gleich nochmal zum Metro, dann hol ich noch Autogrammkarten. Stimmt, ja. Die kannst du essen. Nee, wir haben noch welche verpackt im Schlagen. Stimmt. Kannst du auch an der Tanke anhalten. Oh, hab den Scheiß esse ich nicht. Wie, bei Frank? Ach so, beim Frank, ja. Da gibt's ja so Dingelbümmelsbrötchens. Was für mit Fisch? Fischbrötchen. Fische, Fisch. Ja, Fisch. Ich habe heute meinen großen Zeh in der Tür eingeklemmt. Ich weiß, ich habe die Tür zugemacht. Ja. Ich finde das geil, wenn der pocht. Okay, ich weiß, ich hab's hochgeladen. 3000 Klicks. Wo ist denn der Typ hier? Hier. Voll, Junge. Hallo, Jemima. Hallo, bitte. Ah, hi. Mahlzeit. So, das macht dann einmal 50.000. Warum hast du Boxhandschuhe an? das ist mein modisches Accessoire. Das steht auf jeden Fall. Bitteschön. Bitteschön. Supi. Hier ihre Sonnenbrille, bitteschön. Perfekt, danke dir. Kein Problem. Ich wünsche noch einen ruhigen Arbeitstag. Ich komme zur Tankstelle bei euch, ne? Danke. Ja, ich bin aber gerade im Zähneschoss bei diesem Friedhof. Ich muss da erstmal weg. Ja, ist kein Ding, wenn ihr Hunger habt. Wir gehen dann bei euch was essen. Okay, ich komme. Bis gleich. Okay, bis gleich. Ich nicht. Ich kann nicht so weit. Nee, ich muss nicht. Mila, zieh die Boxhandschuhe aus. Oh Mann. Ich hab mal Angst vor dir. Diese Handschuhe. Wow. Das ist mein Mutter Assa. Ah. Wie bitte? Wie bitte? Schnapp, schnapp. Ja. Oh. Versuch was werden. Ich hab gedacht, er zieht so nach rechts und baut einen Unfall und dann hätten die den.
Jetzt so gefühlt, Junge. Ja, ich auch. Wisst ihr, ich bin gesetzestreuer Bürger. Wollt ihr wegpitten, dass der stirbt? Nee, wegpitten wollte ich den nicht, ich wollte ihm Angst machen. Damit er einen Fehler baut. Und einen Unfall. Und dann stirbt. Bruder, wo tanken? Wo parken? Ist das auch gleichzeitig der Autohandel? Weiß ich nicht, Alter. Bleib einfach da stehen. Ja, Schwester Kusch, morgen geht. Okay, wir sind da. Wir gehen hier was essen. Die haben super Essen. Hat der Frank gesagt. Meine Freundin hat gebracht. Oh, hier gibt's Essen. Aber wir haben leider nicht mehr so viel. Und was habt ihr denn noch? Also wir haben Krabbensalat haben wir. Aber wir haben Currywurst. Den gehört der Teller hier. Bratenbrötchen. Bitte? Was? Nochmal? Bratenbrötchen. Okay. Egal, ich esse einfach auf. Ja, wird schon gut, noch gut sein, ne? Ja, Alsterwasser, Schlitz-Cola, Schlitz-Limo. Das ist ein Schlitz-Cola. Ja, das ist die Marke. Schlitz. Schlitz. Ja, das ist nicht die Tochterfirma von Fritz. Nee. Mein Gott, ist der Opa. Nee, ist die Marke, ist von was auf Aldi verkauft. Die Firma, von der die Getränke herstellt. Also ich will irgendwas essen, was reinpfeift. Nee, dann könnte ich die Currywurst empfehlen. Ja, die ist frisch gemacht. Aber dreifache oder vierfache Portion. Also, ich hätte gern das andere Bratenbrötchen. Bratenbrötchen? Ja. Wir haben auch noch ein Mettbrötchen, ne? Oh, Mettbrötchen, ich will ein Mettbrötchen. Okay, wir haben einmal klassisch Mett, ne? Schweinemett. Und da haben wir eine Tarte aus Rind und Wagyu Beef. Nur Rind. Ja? Okay. Ja. Dann das Premium Mettbrötchen. Wie viel Mettbrötchen darf ich Ihnen bringen? Ich will 4. 4 Stück, okay. Und ja. Okay, gut. Und der Herr, das war Currywurst, ja, aber viermal oder vierfache dreimal? Vierfache Portion, ja, viermal. Ah, vierfache Portion, okay. Und was zu trinken, darf es auch noch was sein? Ja, bitte. Hier so Schlitz-Cola. Schlitz-Cola. 4 kleine Fläschchen. Bier. Also insgesamt dann 8? Ja. Bier, ja. Ist alles auf eine Rechnung? Ja. Ja, 4. Guti. Darf es sonst noch was sein? Kann ich noch einen Donut oder so anbieten? Oder Franzbrötchen? Ich will ein Donut und was? Ich will Franzbrötchen. Also ich will Franz-Donut. Ein Franzbrötchen oder noch mehr? Ja, ein. Ein Franzbrötchen und Donut haben wir Schoko-Donut, dann Donut mit Streusel und ein Zucker-Donut. Ja, Schoko. Ja, Schoko, Schoko-Donut, ein Schoko-Donut. Ja, okay. Ein Donut. Ja, dann mache ich das mal bereit. Ich will euch nicht enttäuschen, aber wir haben leider noch keine Schlitz-Cola. Und sonst habt ihr einen angenehmen Tag bis jetzt? Ja, einen angenehmen Tag. Ich nehme dann kein Cola. Ja, was wenn habt kein Cola gibt, dann nehmen wir auch keine Cola, weil die gibt ja nicht. Oh, das tut mir aber leid. Wir haben noch einen Moment. Habt ihr wenigstens Benzin draußen? Was? Noch? Schlitz-Limo. Ja, Limo. Ja, Limo. Ja, okay. Dann 8-mal Schlitz-Limo. Also jeweils 4. Ich weiß nicht, willst du auch? Ich will 4. Ja, 4. Okay, dann, okay, gut. Ich will auch 2. Guti. Hallo, Cody. So. Tag, was geht? Wir sind gerade essen, weil du noch nicht auf warst. Ja, traurig, dass ihr nicht euch gestern Abend Muffin zum Frühstück mitgenommen habt. Nee, ich mag keine Muffins. Bloß für dich 2. Oh, und sonst? Okay. Ist gut. Los gewesen? Könnt ihr mir vielleicht nachher irgendwann, wenn ihr Zeit habt oder morgen, ich verstehe kein Wort gerade. Was? Ja. Könnt ihr mir, wenn ihr Zeit habt, also kein Stress, nochmal 2 von diesen Liefertaschen für Tüten vorbeibringen? Hier viel los, ne? Ja, ganz kurz. Also ich bin gerade erst in den Dienst gegangen. Kann ich nicht so viel sagen? Okay, ja, lass dich nicht zusammenbringen, was auch immer da ist. Ja, bis gleich, tschüss. Am West Highway. Die machen da eine Polizeikontrolle. Ja. Das ist natürlich für eine Tankstelle 500.000 Autos. Führerschein, Fahrzeugpapier. Aber wir sind hier. Die sollen ja eigentlich gar nicht alle stehen. Der Eingang sollte frei sein, aber die Jungs sind halt dumm. Wie der erste Tankstelle, Junge. Willst du so viel aufs Mettbrötchen anziebeln oder eher nicht so? Ja, hab ich heute so. 170.000. Ja. Bitte. Ganz schwarze wolltest du, ne? Ja. Okay, gut.
Ey, Mann. Bitte. Ich hoffe, dass wir haben nur die Sonnenbrille. Warte. Aber die ist fresh as fuck. Ja, normal. Ja, gut. Die meine ich. Jetzt noch eine Cap und dann geht's ab, Junge. Mondschau, sag ich ja, dir. Geil, danke. Kein Ding. Ey, John, wollen wir Kette tauschen? Ja? Beide gleich viel. Finde ich so toll aus. Ah, meine ist wilder. Meine ist wilder, meine ist ein großer Diamant. Wie heißt der Typ aus dem A-Team, Alter? Ein großer Diamant. Wie heißt der Typ vom A-Team nochmal? Mr. T, Junge. Mr. T. Ja. Oh, Mann. Schau mal, damit kannst du ihn umbringen, ernst. Alter. Jan, das ist nicht dein Ernst. Ja, ey, nicht die Brille, Jan, lass das. So. Oh, die Brille will ich haben. Nein, nein, die Brille ist voll fresh, Junge. Digga, du bist einfach, du bist einfach der Neffe von Mero. Was geht ab, Berlin? Alles klar. Curtis, hast du noch so eine? Was? So eine Brille? Ja, klar. Aber nicht bei. Ach, Mann. Aber ich muss gleich jetzt im Lager. Ja, magst du, wie teuer ist eine? 50.000. Ja, magst du meine mitbringen? Ja. Perfekt. Hab ich deine Nummer? Weiß ich nicht. Du bist doch der. Ich hab gestern gehört, mit Betrüger. Du bist ein Betrüger, Junge. Mit deinem Drecks-Casino. Yeah. Du bist der Phantomlord aus Los Santos, Junge. Welches Casino? Die Tür klemmt seit zwei Jahren. Die Tür klemmt seit zwei Jahren. Komm nicht rein. Bishop, ne? 555. Yeah, 321 9639. Ey, Jan, bitte lass die Brille um. Hol ich gleich. Okay, perfekt. Ich mag die Brille. Hä, die ist doch voll fresh, Junge. Ja, aber also bei Frauen ja, aber ich finde Männern steht die irgendwie nicht. Ach so, denn, Junge, du sagst Harry Potter, du siehst aus wie Sirius Snape. Ja, ich sehe aus wie Scheiße, darüber müssen wir ja nicht diskutieren. Aber John will ja gut aussehen. Oder? Ja, aber das sieht gut aus mit dem Bulls-Ding und so. Ja, der sieht halt einfach aus wie ein New School Pimp. Ja, er hat halt so, ich weiß nicht, so seine Augen. Was ist mit mir? Oh, er sagt, du schielst, Bruder. Nee, aber die starren mich so an. Ich würde mal einen Auszug machen, mein Freund. Junge, gleich zeig ich dir mein Zweifel-Tattoo, Alter. Er sieht aus wie eine Fliege. Vielleicht wird er erstmal angeschrien, Junge. Ich mag das. Sehr gut. Cool. Ey, ich krieg nur meine Currywurst. Und die Bratwürstchen, Brötchen sind auch warm? Auch warm. Ja, Ui. Hier ist die Schlitz. Kann ich meine Currywurst haben? Ich hab voll Hunger. Dankeschön. So, ja, dann ich hab das. Das Franzbrötchen ist noch ganz warm. Auch ganz warm. Und die Schokotone. Und als wir da gut machen, wegen Wein hier einmal. Oh, wer hat geweint? Warum hast du geweint? Tut mir leid. Ich hab Zwiebeln geschnitten. Es tut mir leid. Achso, gib denen ja kein Trinkgeld hier. Das sind alles Verbrecher. Hab ich schon. Hast schon. Was ist denn jetzt los? Tut mir leid. Was war das denn? Hier, dein Currywurst. Was war ein Meerschweinchen? Currywurst. Oh mein Gott. Wurst. Oh. Wurst. Und. Ja, gib mir die Nemo. Wurst, Baby. Und Nemo. Und Nemo. Ja. Und Nemo. Tu doch einen ganzen Kasten hinten auf meinem Buckel. Ein Pfandbildchen. Ja. Und das sind meine Schoko-Äpfel. Okay. Was ist alles? Es tut mir leid. Das nächste Mal. Einen schönen Abend. Ja, wünsche ich auch. Und fahrt vorsichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie haben Atemprobleme, die Dame. Ja. Bitte? Haben Sie Atemprobleme? Nee. Nein, habe ich nicht. Was ist denn das für eine Creature? Hey, lass die Fahrerin nur. Es tut mir leid. Küsschen mit Küsschen. Tschüssi. Hau rein, Potter. Servus. Nee, wir müssen nur zum Lager. Eine Sonnenbrille. Bitte? Liefertaschen für Cody. Liefertaschen für Cody. Ja. Los, meine Freunde. Tschüss. Ui. Wer auf? Bischof, ich call gleich, ne? Ja, ja, ja. Oh, kein Platz hier, Junge. Mann! Mann! So eine dumme... Was hast du nochmal gesagt, Mila? Was? Was hast du nochmal gesagt? Diese dumme... mit ihrer Scheiße. Oder Ausfall. Oh, die haben den. Wer hat wen, wo?
Dieses pinke Auto da. Oh. Den Neon von neben. Hinter uns, dann müssen wir rechts, jetzt gleich rechts fahren. War rechts an der Kreuzung gleich. Ist der, oder? Geld, ja. Oh, der hat sich überschlagen, Alter. Schön um Dach. Wäre voll cool, wenn er jetzt nicht schlagen fahren würde. Was ist los, Freunde? Gute Laune. Go stupid! Go crazy! Go stupid! Du bist so dumm, Alter. Go crazy! Go crazy! Go crazy! Ah, fuck, ey, lass mal, egal, lass das Auto kurz wechseln gehen. Müssen sowieso gucken. Da hat schon wieder einer heute Mittag ein Auto bei uns am Haus abgestellt. Der Herr Lutz Stark. Hab ich direkt checken lassen. Lutz Stark. Weißt du, wo er arbeitet? Ja, stimmt. Wo ist das? Hallo? Hallo? Hey, hallo? Ich hab ja einen Jacken. Ey, mach doch, ey, rede normal mit mir. Hallo? Ach so, ey, hallo. Sein. Stimmt, ja, Alter. Ey, ich hab ja Jacke gekauft, ne? Ja, Moncler. Ja, ja, mir ist jetzt bloß aufgefallen wie am Sommer. Ja. Hä? Ja und? Kannst du nicht umtauschen? Ich brauch noch ein T-Shirt. Ja, ich brauch noch ein T-Shirt. Ja, vielleicht gleich so ein Designer-Shirt oder so ein. Wir haben auch gute billige, ne? Ich sag dir. Was heißt gute Belege? Ja, wir haben gute Billige mit gutem Design. Gut günstig, kannst du kaufen. Ja, also, auf Katalog. Preis ist eigentlich relativ. Okay, da gibt es einen Designer-Shirt. Was der für einen? 70.000 kostet. Ja, das geht ja voll, nämlich zwei. Ja, super. Ja, das Ding ist halt, ich weiß halt, ich habe keinen. Ja, der Katalog ist ja noch schwierig. Warum? Der Katalog kommt, denke ich mal, morgen. Ja. Also kann ich morgen, wenn ich Katalog reingucke, sagen, ich will das und das haben und dann kriege ich das? Ja. Ja, wild. Ich dachte, ich kann aber nur wenn du heute kaufst, tausche ich dir morgen nichts um. Wie? Ich will ja nichts tauschen. Also. Ich will kaufen. Ja, ja. Dann warte bis morgen zum Katalog. Außer du weißt, welches T-Shirt du haben willst. Nee, dann warte ich bis morgen. Ja, dann warte. Okay, top, top. Gut. Gut, gut. Dann hau rein, James. Ja, ja. Und schick mir ein paar Bitcoins. Ja. Super nett. Guck mal, was ich hier gemacht habe. Ja. Uisch. Okay, warum habe ich deine Nummer nicht gespeichert? Wie doof ist das denn? Aber mach ich jetzt. Ja, machst du eh nicht. Lass mal tauschen, weil wir fahren Kevin Kate und stellen. Ja, YouTube, haust du rein. Tschüss, James. Muss ich hier schon Autobarrikade machen, damit nicht irgendwelche Erdbeertypen mir die Karren hinstellen, Alter. Einfach mal dick Mauer bauen hier. Johnny weiß warum. Also ich sag dir eins, ne? Steht der da noch einmal, ne? Hä, ich weiß nicht, der Lutz Stark hieß der. Dann nehme ich sein Auto und dann schiebe ich ihm das so hart in sein. Außerdem werde ich noch. Mein Ohr. Aua. Say! Mila, wo hast du solche Wörter gelernt? Oh, ich muss eine Currywurst essen. Ganz dringend, ne? Auf dem Kika-Kanal. Ja. Kurz Montag gestartet. Oh, kurz Mittagspause, Alter. Hast richtig Hunger, ne? Mahlzeit, Freunde, 25 Minuten, ja. Pinkpatch für alle. Sind Franzbrötchen nicht französische Dings? Ich hab keine Ahnung. Also Schokocroissants? Weiß nicht. Nee, Franzbrötchen sind so mit so Zimt. Ich hatte Schoko-Erdbeeren. Das sind so wie so Zimtschnecken mit Zimt. Nur ohne Schnecke. Aber leider mit ohne weiße Schokolade. Magst du weiße Schokolade lieber? Ja, ich mag weiße Schokolade. Es gibt keine weiße Schokolade. Doch, es gibt weiße Schokolade. Und dann oh mein Gott, dieser dumme kann den nicht aufpassen. Oh, wir haben den. Oh, wir haben die Erdbeerfeld gekämpft. Oder haben wir den getroffen? Naja, eigentlich eher nicht, oder? Ich fasse nicht. Sag mal. Oh.
Sag mal, alles gut? Hier fährt man ja, aber nicht mit 300 km/h, ne? Ja, ich weiß, ist meine Schuld, tut mir leid. Guck mal, hier, meine Freundin, die weint. Eieiei, es tut mir wirklich leid. Ich hab so einen Schock. Super! Was wird er jetzt tun? Ja, kann ich. Also, ich sag halt, wie das ist: entweder 100 Dollar oder ich rufe meine ganzen Freunde an. Ich hab auch noch Tee dabei, vielleicht. Ja, oder einen Tee. Zur Beruhigung. Tee, genau. Ja. Für deine Freundin. Hast du dich denn verletzt? Brauchst du einen Arzt? Nee, alles gut, ja. Soweit. Oldie geht's. But goodie. Schade. Einfach schön den Antiquitätenladen reingebracht hat. Aber was soll ich machen? Kannst du deine Karre direkt drin lassen? Ein Lotus-Tee oder wieder ein Panda-Tee? Was ist Panda-Tee? Das ist lecker. Ich geb dir einfach mal einen Panda-Tee. Okay, einfach wissen, Junge. Also uns ja, ist nichts passiert. Die Karre hat, glaube ich, schon nichts abbekommen. Hier? Vielleicht muss ich den auch noch mal. Das ist nicht ein Kratzer. Möchtest du ja, auch einen Tee zur Beruhigung? Also die Reparaturzahlen von meinem Laden. Geht schon wieder. Ach ja, Panda-Tee oder also allgemein Tee ist mal. Oh mein Gott, das ist gut. Oh, da braucht noch jemand einen. Ich habe auch noch eine Wantan-Suppe, wenn ich die oh, Wantan! Oder Frühlingsrollen. Was ist Wantan? Wantan? Ja. Ja, das ist so eine Vorspeisensuppe. Eine Vorspeisensuppe? Was ist das denn? Bist du so asiatisch angehaucht? Bruder, du verkaufst uns hier gerade Essen, Alter. Geht's dir gut? Brauchst einen Arzt? Nein, alles gut. Voll in den Laden reingekrischt, Junge. Ja, da bist du im Panda-Tee? Hallo, ich hab kein Geld, um euer Auto zu bezahlen. Ich muss da ist ja nichts, das Auto hat nichts. Du hast nach links gezogen. Also, mir geht's eigentlich ganz gut. So. Oh, warte mal, Paper klingt. Ja, go stupid. Ja, wenn's dir gut geht, dann alles fit. Alles gut. Okay. Ich meine, die Karre ist ja, ne? Da ja, ich meine, also, das Ding ist ja so. Kauf ja, einfach neu. Denk mal dran. Weg mit dem Auto. Ich wünsche noch einen schönen, beruhigenden Tag. Auf ja, Wiedersehen. Wünsche ich auch. Tschüss. Boah, das war knapp, Alter. Scheppern, scheppern, bis zum Morgen. Scheppern, scheppern, die ganze Nacht. Also ich baue nie Unfälle, das ist immer so ganz knapp, ne, wo nichts passiert, zum Glück. Boah. Das war scheiße knapp. Zum Glück ging der die beste Mann. Ne, wir haben den nicht berührt. Also meine Kette kann wirklich gut abfangen. Und das ist nicht gelogen. Gelogen? Junge. Betrugtiebel! Oh mein Gott! Ich sag doch, ich habe immer ganz knappe Dinger, Junge. Ich baue nie einen Unfall, Alter. Ich bremse immer sofort. Ich habe Reflexe wie ein Esel, Alter. Ich sag dir. Richtige Katze, Alter. Ja, Mann. Mir passiert einfach gar nichts. Junge, ich habe nie Unfälle. Du bist vorbei. Ja, bitte, check. Ist der Brocky in dem Laden? Warum? Ein pinkes Bandana-Top. Hallo, okay. Mr. Herr Pink Cage Vermieter. Ja, wir sind ja, schönen guten Tag, Curtis. Tagsam. Sag mal, ich habe dich gesehen bei der Jule-FM auf dieser Kickaway-Homepage. Ja. Und Isaac meinte vorhin, da kann man irgendwie was kaufen bei euch. Ja, kann man schon, wenn sie denn wissen, was sie haben wollten. Weil der Katalog ist noch nicht online. Der kommt, denke ich mal, morgen oder übermorgen. Aber ich denke mal morgen. Bist du denn morgen da? Übermorgen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Oder jemand von Kickaway? Ach so. Ja. Wie wär's, wenn du telefonierst? Also wenn der Katalog online geht, ist auf jeden Fall die Leitstelle da. Ja, korrekt, weil können wir gerne mal vorher angucken, weil auf der Homepage ist ja noch nichts, ne? Ja, dann bis morgen Abend. Ja, okay. Ja, ich fahr auch. Was gibt's denn alles so? Alles an Klamotten? Auch hauptsächlich Streetwear, ne? Ja, Accessoires auch, aber das sind eher so. Ja, dann also bleiben keine wir dezenten jetzt im Ketten, Telefon und müssen miteinander reden. Okay. Und wie geht's dir? Wie geht's Frau und Kinder? Check. Ja, dann ich schau mal morgen, und wenn das dann online geht, dann ruf ich einfach mal, versuch mal die Gleichstelle anzurufen. Alles klar. Check, alles okay, gut. So okay, dann schönen Abend noch. Dankeschön, gleich mal. Ciao, ciao. Was machst du denn? Du bist so ein Creep. Was machst denn du noch? Mit wem telefonierst du? Jack, der hat grad so gemacht. Also ich will's nicht nachmachen. Mach doch mal. Nee, ich kann Mach nicht, doch aber mal. Ist da irgendwas? Mach hier. Keine Ahnung, ich glaube, der hat sein Handy irgendwie in sein Und dann vielleicht auch noch auf jeden Fall.
Fall krank, das ist echt krank. Egal, Jack, ich leg jetzt auf. Wir sind gleich da. Oh mein Gott! Junge, ihr seid alle hyperaktiv, Alter. Okay. Wie viele Autos willst du hier stehen haben, ja? Alle! Und nur zwei Leute da. Ey, fahrt, lass mal die Autos gleich zurückbringen, bitte. Ich muss eh gleich weg. Du Kranker! Ach klar, wie viel wieder da ist der Schnorrer. So, ein gelbes ja, ich will ein paar Klamotten absammeln, dann bin ich wieder zu Hause. Ja, bist du auch. Ein gelbes pinkes. Ein pinkes. Dankeschön. Hä? Woher die Haare? Ein pinkes. Ich hab meine Dreadlocks einfach auseinanderflechten lassen. Ja, hab ich. Ich wollte mal einen neuen Look probieren. Ich geh zur Schule, tschüss. Hier bitte. Oh, du hast keinen Pass. Warte. Multifunktionsschulranzen. Ja, so mal Schulranzen, mal Regenschirm. Ja, jetzt. Jetzt? Ja, ja. Das war ein Bumper. Ok. Hier bitteschön. Top, ich bedanke mich. Ist wirklich ein Top. Wie viel was mit deinen Haaren passiert? Hä? Das sieht doch schick aus, oder nicht? Junge, ja, du siehst aus, ne? Wie edel sein Sohn, Alter. Er ist edel. Kennst du den nicht? Nee. Damals aus der Highschool? Der hat doch einen Sohn ohne bekommen. Ohne Haare. Ja. Deshalb ist drei Wochen alte Gefühl. Schon wieder ein bisschen ein Stück Zahn vorne abgebrochen, weil Gitter bin durchgebissen. Guck mal, ich hab Beule am Kopf. Weißt du, wer ich die gekriegt hab? Ja, durch die Sauglocke, als die dich aus der Mutter rausgeholt haben. Du hässlich, du. Ich will ausbrechen aus dem Gitterbett und bin nie gelassen. Er ist einfach Teletubby, Junge. Komm, Giffy, wir fahren. Ja, nimm mal die Autos mit. Genau. Cool, wie der läuft. Denkt, er wäre der Boss, Junge. 2 Wochen hat er 17 Stunden am Tag durchgezogen in WoW. Jetzt wird er rum wie der Boss. Geh mal duschen. I love you, Jack, I love you. Morgen, ja, was ist denn mit den Infernos hier? Ich hab keinen Schlüssel für den. Ja, Giffy, der dreckige. Fährst Jifke, du den? Hast du Schlüssel für den Inferno? Wir fahren zu Codys, also nach Hause, Jifke. Ich hab den nicht. Nee, nicht schon wieder Mila. Was ey. Junkie-Pack in uns wird uns niemals verlassen. Du kriegst uns aus dem Park, aber den Park nicht aus uns. Und ab! Das muss so! Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war und wann das war, ne? Aber da war irgendwann mal am Strand eine Party. So eine Strandparty, und da haben die das Lied abgespielt. Oh, der Giffy verträgt das. What's your mind? What's your story? Oh, Obacht. 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 Mila, kannst du den Cody anrufen und sagen, ob wir hier sind? Gut, was genannt ist, hallo? Grüße! Kannst du zum Cody's Burger kommen? Wie lange bist du noch da? 10 Minuten, ich warte hier. Ja, dann bin ich sofort da. Dann gib mir 5 Minuten. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bye-bye. Ist das dein Fahrrad? Yes. Boah, lass mal ein bisschen. Boah, voll geil. Ich will mir auch wieder eins kaufen. Ich hab irgendwie 6 Stück und ich hab jetzt ein paar davon einfach gefärbt. Warte halt! Aua!
Ruhe. Bitte von deinem, wo bist du? Cody's. Ey, wir haben doch für Café Nura auch Shirts da, oder? Ja, haben wir. Ja, okay. Ich brauche mal zwei Männer, zwei Frauen. Okay, bring ich gleich mit. Okay. Sagst du mir Bescheid dann? Ja, mach ich. Dann komm ich abholen. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ist der Jiff gepennt oder was? Ja. Oh, hallo. Ohio. Ohio. Wo ist der denn jetzt hin? Ich wollte ihm nur die Taschen geben. Der zieht sich gerade um. Bye, have a beautiful time. Dahin. Nee, warte. Spinny Poo, Dankeschön für den Prime-Sub im 10. mit und Flixer, Dankeschön für den Prime im 4. und Swaplex, Dankeschön für den Resub im 34. Ich grüße euch. Mila, hast du schon in den Kartons Café Nur-Shirts gesehen? Ich glaube schon, ja. Okay. Müssen wir gleich zwei holen und zwei für Männer. Okay. Taximann wollte heute auch noch die... Taxam. Die Taxi-T-Shirts, ne? Ja. Ja, perfekt. Sag mal, kommt Jack eigentlich mal wieder? Wie, der ist da unterwegs? Echt? Hier hab ich bekommen. 20.000 angerufen. Nee, ja, ich gleich machen. Ach, no. Was denn? Rechnung. Was geht ab? Was geht ab? Danke schon. Das ist die Brille, die Jan dann hatte, ne? Ja, ja, richtig, genau. Okay, ja. Perfekt, ich danke dir. Musst du aufziehen, gucken, ob passt alles, ob gut ist. Das ja. Ist. Ja, passt, Junge, das genau so. Perfekt, ich danke dir. Kein Problem. Nikolaus. Ich tu mal einfach so, als würde ich rauchen. Guck mal. Ja. Ein Haus von Nikolaus mit Ketchup. Ja. Ich bin wirklich künstlich begeistert, begabt. Begeistert. Immer für... Kennt ihr Muffin Purple Gurk? Wie bitte? Kennst du das? Muffin Purple Gurk? Nee. Kennst du das nicht? Nein. Wie alt seid ihr? 13? Oder bin ich einfach zu alt? Bist du alt? Ihr kennt nicht Muffin Purple Gurk? Purple Gurk? Hamburger Purple Gurk? Nee. Echt nicht? Ich hab jetzt gar keinen Bock zu erklären, Alter. Klingt wie ein Wort, was ich erfunden habe. Purple Gurt. What you bang, Purple Gurt? Mischgebrot. Purple Gurt. Mischgebrot. Mischgebrot. What you eat today, Purple Gurt? Ey, wo ist der? Komm her. Geh nix leck bei mir. Oh, 9 Uhr. Aber bisher sieht gut aus. Oh mein Gott, jetzt, das ist nicht deren Ernst. Ey, wenn das kann nicht sein, dass um Punkt 9 Uhr das wieder anfängt. Das ist unmöglich. Ja, doch, fängt wieder an. Ich muss gleich wieder runterstellen. Muffin Purple Gurk? Was geht? Ich hab Taschen bei, Cody, hallo. Du rennst immer weg von mir. Jetzt komm ich einfach in die Küche. Okay, ja. Ja, lass es zum Spind gehen, ja. Dann pack ich dich ja gleich rein. Was versteckst du unter der Mütze? Hast du da Joints drunter? Nee. Warum? Weiß nicht, weil die so aussieht, als hättest du da was drunter versteckt. Nee, ich trag die so, weil sie cool aus. Okay. Ja, dann geben sie mal rüber die Taschen. Da, nimm. Perfekt. So, was kriegst du? 100. 100, ne?
Ja, dann mach mal mit Karte, wenn geht. Ja. Ui, schön. Ich danke dir. Danke. Perfekt. Habt ihr eigentlich orange Jordans? Mir ist vorhin aufgefallen, eigentlich passt keins von meinen Paar oder blaue. Ich glaube, wir haben der Paare die Nike SB, die ich an habe, in orange-weiß. Hm, das ist okay. Die kosten auch 400, ne? Ja. Dann wird gespart, dass ich passende Schuhe zu meinem Arbeitsoutfit habe. Okay. Easy. Was soll das? Das ist cool. Hi. Danke. Curtis, Café Nora möchte vielleicht auch solche Liefertaschen. Die würden sich die gerne mal ansehen. Okay, bringen wir eine mit. Bringen wir gleich mit. Schwester Kusch, bist du Super Mario Kart Dingens am Zocken? Ich würde gerne mal das WLAN deaktivieren. Ich glaube nicht, dass das was bringt, weil um Punkt 21 Uhr fängt er dann mies zu werden hier. Okay. Ja. Die würden die gerne sehen jetzt. Ja, komm, wir müssen eh wieder zum Lager. Wir haben eh nichts Besseres zu tun, Alter. Wir müssen doch die Shirts für die holen. Digga, Stadt sieht viel fresher aus, wenn jetzt alles so rumläuft. Ja, Mann, Alter. Ich finde doch cool, dass die alle Bike fahren. Der Hype kommt jetzt wieder mit den Klamotten. Ab, Alter. Southside-Spot. Ja, mal ein bisschen Lowrider in die Southside bringen und Fahrräder und so, Alter. Und anstatt immer diese Supersport-Wix-Karren, Alter, die wir hier stehen haben. Was kann ich für Sie tun? Wanna pop? Ich mach gleich WLAN-Dings mal aus. Ja, ich hab den Computer bei LAN angeschlossen. Das, was Benson auch anhat? Muffin Purple Group. In schwarz? Da sind verschiedene Muster drauf. Also wenn du ein schwarz... Ich kann dir empfehlen, wenn du dir nicht sicher bist, die Tage kommt der Katalog. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Also... Ja, das kann ich mir vorstellen, aber die Sachen sind ja auch relativ teuer und so. Und nicht, dass du dich dann später ärgerst, dass du Geld ausgegeben hast, so viel, wenn wir eigentlich noch ganz viele andere coole Sachen haben. Weißt du? Und auch wenn du so nicht ganz sicher bist, wir machen momentan keine Modeschau. Also man muss schon echt sicher sein mit dem, was man will. Und... Hallo Streiter. Na, es scheint okay zu sein. Da kam gerade nur kurz... Es sind nur... Jetzt wird Also wie gesagt, in so einem Fall würde ich dir echt empfehlen, auf den Katalog zu warten. Curtis, ein schwarzes T-Shirt, wo irgendwo nur hinten was drauf ist. Designer-Shirt? Designer-Shirt, ja. Wo nur hinten was drauf ist, gibt's nicht. Und gibt's nicht. Glaube ich nicht. Also in schwarz wahrscheinlich nicht. Wo nur hinten was drauf ist. Ja. Gibt's nicht. Ein schwarzes Shirt, wo vorne Palm Angels drauf ist, so. Dem Krokodil, ja. Ja, mit einem Krokodil oder das hier, mit so einer bunten Schrift. Das gibt's einmal mit einer bunten Schrift und einmal in weiß mit einem Krokodil drauf. Nein, schwarz beide. Ja, also das Shirt ist nicht weiß, das ist schwarz, nur die Schrift ist weiß halt, ne? Ja, okay, alles klar. Okay, dann... Rufe ich dich gleich zurück, wenn wir hier wegfahren. Wir müssen noch eben zu Café Nora. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, dann das einmal. Ja, zweimal brauchen wir das. Okay. Der O'Brien hat zweimal gesagt. Und du für die Frauen. Ja, was denn? Ja, Café Nora statt. Achso, ja. Auch einmal oder auch zweimal? Zweimal. Zweimal. Café Nora. Da. Bye. Okay. Noch irgendwas? Was ist mit dem Designer-Shirt jetzt? Ja, der möchte das haben. Hast du die Tasche, die sich angucken würden? Ja, stimmt. Welches denn jetzt? Mit der Schrift oder was?
Ja, genau, mit dem Krokodil drauf. Also doch mit Krokodil. Mhm. Wer ist denn das? Weiß nicht. Okay. Und wo ist der? Ich habe nur Nummer weitergegeben. Ja, ich dachte, wir fahren jetzt erst zu Nora, dann würde ich den gleich zurückrufen. Ja, okay. Also Chat, bisher geht. Es sind 0,3% Auslastung. Also 0,3% Verlust bisher gesamt. Noch scheint zu laufen. Boah, kann ich nicht meine Straße hier hin machen? Ja, noch in den Bulldozer. Ach man, ich hab Dings vergessen, Alter. Du hast mich gerade noch dran erinnert. Die Tasche. Ich muss das Auto gleich wieder vergessen. Willst du erstmal nur eine mitnehmen? Oder soll ich auch? Die sind Unisex, Mila. Achso, okay. Ja gut. Ja dann. Na schön. Also ich kann dir meine auch geben, die kannst du natürlich auch tragen. Ich habe jetzt einfach mal drei rote mitgenommen. Hast du die Nummer von O'Brien, Mila? Boah, wir sollten das ganze Lager nehmen. Alle Köpfe. Klär ich jetzt erstmal. Ja. Willst du die Café Nura Shirts verkaufen? Gerne. Aber wir machen das 1:1. Da will ich nichts haben von. Also ich nehme dir dann 200.000 ab und du gibst mir dann eine Rechnung von 200.000. Ja, dann... Ich hab die jetzt geholt, dann lass zum Dings. Dann lass uns am Park treffen. Okay. Hier, was hältst du davon, wenn wir das ganze Lager mitnehmen und einfach in die Westside irgendwie ein Geschäft nehmen und uns mieten noch und das Lager da reinklatschen? Weil das, ich sag dir, das ist echt nervig, immer da runterzufahren. Ich würde das einfach mitnehmen. Also in den Laden reinmachen. Ja, aber ich meine noch ein das Hauptlager später. Noch neben den Laden. Wie noch das Hauptlager? Das Hauptlager vom Hafen. Das würde ich auch hinten im Laden reinhauen. Ja, genau, das meine ich ja. Lass uns das bitte machen, Alter. Ja, ich dachte, das ist eh geplant. Bisher haben wir nur ein Lager. Ach so. Ja. Das heißt, wenn wir den Laden jetzt morgen, sag ich mal, eröffnen würden, müssen wir mit Pound da runterfahren und alles hochschleppen. Ja, aber dann hätten wir wenigstens schon mal etwas da, ne? Das ist, aber das ist andererseits gar nicht so dumm, weil dann kannst du nämlich, die können ja trotzdem raussnacken. Ja doch, aber die müssen halt ja aufschreiben. Weil dann kannst du nämlich, auch Leute richtig einstellen, weißt du, was ich meine? Ja. Weil die kommen ja dann nur an den Bestand drin, den wir am Laden haben. Okay, ja, machen wir das so. Machen wir große Aktion mit 50 Pounder. Ja, wir sind am Dings. Mila, warte kurz. Wir sind am Stadtpark. Die wussten noch nicht mal, dass die da sind, ne? Ja. Ich hab die gerade gesehen und die hatten die normalen Shirts an. Ich hab gefragt, habt ihr noch gar nicht auf dem Shirt? Da unten, weil der das geklärt hat, oder? Aber Café Nura hatte dich gerade auch angerufen, Mila, oder? Mich nicht, nein. Na, okay, ja, dann hat der Brian das geklärt. Das sind dann seine Connection-Dinge. Doch. Ja, ich will das, ihr könnt das ruhig machen, ich will nur dabei sein. Angerufen. Achso, da komm. Renn schon hin. Grüß, Piti, kannst du so eine Dingstasche anziehen nehmen? So eine Lieferservice-Tasche? Ja, gib her. Ich hab euch da. Ja, wir haben auch ein bisschen. Geht? Nora-Shirts dabei. Oh, geil. Mina? Ja? Hast du gleich mal kurz Zeit? Ja, Caro. Ich muss mit dir mal reden. Okay, machen wir gleich. Setz dich rein.
Hallo. Grüße. Hallöchen. Hallöchen. So, zwei Nura-Shirts für mit männlichen Schnitt und zwei für Frauen. So, ich habe jetzt Besuch von Kicker. Genau. Ja, ja, Kaffee Nura, ja, ja. Ja, krass. Wusste aber nichts von. Keine Ahnung. Ja, umso wilder ist die Überraschung. Oh, geil. Das sind übrigens die Lieferservice-Taschen, die wir haben. Fay oder Fay? Mit einer Menge Platz. Am besten geeignet für einen Roller oder Motorrad oder Fahrrad. Nee, Fay ist nicht hier. Nee, Fay ist nicht hier. Ja, die Chefin telefoniert gerade noch. Ich finde. Chefin auflegen. Okay. Ja. Ich werde gehetzt, Eiko. Ich werde gehetzt. Da kann auch morgen noch telefonieren. Bestimmt. Nee, es geht um Liefer. Ja, jetzt legen Sie doch mal auf hier. Ja, siehst du, ich habe schon die Knarre vorm Kopf. Also bitte. Bis später. Das ist eine dienstliche Anweisung. Weißt du, da sagt er, ist doch egal. Die können noch warten. Ja, ja, okay. Eiko, ja, ja, ja. Ich will's nur sagen, ja? Der kriegt gar nichts mehr, kannst du ihn jetzt sagen. Ja, Tschüss von O'Brien. So. Der kriegt gar nichts mehr. So, das ist also die coole Liefertasche. Ich feiere das gerade. Ne? Oh, ist das ein fettes Teil? Naja, ist halt aber auch nochmal in verschiedenen Farben da, ne? Aber ist genau das Richtige eigentlich, wenn ich mit dem Auto losfahren muss, kann ich das Tasche ins Auto und dann den Leuten das gescheit liefern, ne? Richtig. Wie viel Platz ist denn da drin? Ich glaube, genug Platz, dass du essen mitbringst. Der Beatty hat das mal nachgemessen, der hat da 7500 Erdnüsse reinpacken können. Boah. Ne, Waldnüsse oder so. Irgendwie sowas. So etwas dickere Dinger. Erdbeeren. Ja. Erdbeeren, ja. Hab ich alle selbst gepflückt. Ist doch perfekt. Ihr könnt die auch zusammenfalten, das geht ganz leicht. Echt? Ja. Die Tasche. Ja, mega, ne? Wie krass. Hammer. Die ist richtig geil. Auseinandergefallen. Krass. Aber nur wenn die leer ist, natürlich. Wollt ihr euch die T-Shirts mal angucken, dann übergebe ich die eins mal. Ja. Ja, ich würde auch für den Frauen eins geben. Oh ja. Du? Oh ja. Und ich habe eine Frage gleich. Dann kommen sie mit dir. Jo. Der andere Mitarbeiter, der ist gerade nicht da. Bitteschön, ist nur eingepackt. Boah, Wahnsinn. Da muss ich aber jetzt mal. Uiuiui. Ich bin immer nervös. Ja, mit der Tasche sieht man natürlich auf dem Rücken. Nice. Da ist auf dem Rücken nur Logo. Ja, meine Haare. Die hat lange Haare, stimmt. Ja. Ja, da Haare schneiden. Wenn der Rasierer dabei das Schmerz machen. Aber steht euch gut. Warte, ich gebe das mal weiter an meine Mitarbeiterin, okay? Die hat nämlich einen Zopf, da sieht man es bestimmt. Oh, hier beim Dings sieht man das gut hinten. Hast du gekriegt? Mal umdrehen, ja, warte. Ja, dreh ich mal um da. Aki. Oh, Aki, das sieht gut. Warte. Und, tada! Ja, richtig schön. Ja, wenn man auch das Richtige anziehen würde. Mehr? Jetzt. Nee. Das passt sogar noch zu unserer Speisekarte alles. Ich muss das alles kannten. Ja, daran haben wir uns ja auch orientiert. Ja, geil. Also, ich finde die jetzt. Ja mega. Aber wow. Hammer. Richtig gut. Krass. Ja, aber hier sieht man das besser. Ja, schön. Ja. Cool. Was ist jetzt? Heiliger Bimbam. Warte. Hallo, wie du warst. Biggie, gehst du kurz beiseite, sonst schicke ich dir das nämlich aus Versehen. Danke. Dann kann ich Nora das nämlich wiedergeben. Biggie! Tschüss. Ja? Erzähl mal hier meinem Kumpel, den O'Brien, was dir versprochen wurde. Das ist ein Jersey bekommen. Aber das sieht echt Hammer aus. Gern nichts kriegst du. Ja, mal vielen Dank gesagt, ich schneide nur eins. Dodo, tja. Oh, okay. Und wen darf ich denn was fragen? Was denn? Am besten Curlys. Wollen wir erstmal das Thema T-Shirts erledigen? Genau. Achso, also ich hab gedacht, ja, eins nach dem anderen. Wegen den Kosten, oder was? Genau. Ja, genau. Das ist, Typ Ding ist immer 50.000 pro Shirt. Gut. Okay. Das ist für jedes Gewerbe gleich. So, dann gehe ich zum Firmenkonto mal hin, oder? Ne, wir können nur per Karte. Ja, ich bezahle, geh weg. Wie? Beim O'Brien dann bezahlen. Nee, mach ruhig, Ja, du kannst ja gar nicht. Also sind dann vier Oberteile, zwei Mann, zwei Frauen, ne? Ja, warte, genau. Dann verteilen wir erstmal hier noch das andere Oberteil. Ja, weg. Genau. Diese Lutscher. Du bekommst dich jetzt schön. Andere, ne? Genau. Jo, danke. Okay. Ich hab gar nicht Lutscher gesagt, ich hab nur gesagt, kriegst gar nichts. Wir haben jetzt auch drei von den roten Taschen bei, wenn er da Interesse hat. Danke, Ben. Was kosten die? Nee. Oh, 50, ist alles Gewerbe. Aber habt ihr nur in Rot, ne? Haben wir noch in anderen Farben? Blau, ja, gelb, aber gelb sieht aus wie Postbote.
Also ich habe schon rot genommen, weil das so die dezenteste Farbe gerade ist, die übrig war. Ja. Was, sag ich mal, am besten aussieht. Aber es gibt noch eine schwarze, aber die hat das Cube schon. Ja. Das wären jetzt erstmal 200.000 nur für die vier T-Shirts. Genau. Boah. Digga, BT, hoffst du der Stressbacke. Was willst du denn von mir? Ich steig da nicht in deine Tasche rein. Ich hab den Auto hinterher geguckt. Die ganze Zeit haust du mich hier mit deiner Tasche, Junge. Bitteschön. Ja, und wir hätten halt, wie gesagt, drei Taschen nur dabei. Wir sind auch Unisex-Frauen, ne, kann jeder tragen. Ja. Wenn er die haben wollt, könnt ihr die direkt mitnehmen, ansonsten bringen wir die wieder zurück. Chefins Entscheidung. Ey, mein praktischer kann es ja nicht gehen eigentlich, ne? Nee, nee. Vor allem, wenn ich mit dem Auto, da kann ich egal welchem Auto fahren und kann die Tasche in den Kofferraum stecken. Ja, ja. Dann könnt ihr sogar mit... Was ist da rein, wenn ich fragen darf? Was hat das für ein Volumen? 7500 Nüsse. Wow. Oder Erdbeeren. Oder Erdbeeren. Selbst 7,5 ist eine Menge. Ich hab drei neue Nummern. Ja, ja, ich bin schon gespannt, was ich dafür gedacht, dass ihr zum Beispiel mit einem Roller halt dann einfach zum Beispiel beim PD vorbeifahrt, fragt, ob jemand was zu essen und zu trinken haben möchte, dann können halt vor Ort das, ohne dass ihr jedes Mal zu irgendeinem Foodvan rennen müsst oder sonst was, halt so verticken, ne? Ja, ja, klar. Stimmt. Das ist praktisch. Das ist die Alternative. Unsere Erfindung, Kikauja. Die ist sogar gut isoliert. Das heißt, wenn er da kaltes Essen reinstellt, dann kühlt das auch. Hält eine Weile kühl. Und warmes Essen bleibt warm. Richtig. Wow. Aber bei euch ist ja eher kalt. Aber wenn ihr kaltes und warmes Essen reintut, dann, dann ist Kacke. Kaffee, kalt, warm, also unser Kaffee und alles ist ja alles ziemlich heiß, ne? Moin Meister! Ja gut, ihr könnt immer noch kleine Tütchen oder so. Ne, wir haben Thermoskan. Ja, Mister, ist nicht schlimm, wir können ja wieder zurückbringen, ist gar kein Ding. Wenn nicht. Ne, ich finde die schon nice. Ja, für 50.000 kann man da mal mitnehmen, oder? Ja, wenigstens erstmal eine, ne? Genau. Ja. Würde ich auch sagen. Ist ja nur für den, der liefert, ne? Es liefert immer nur einer von uns. Ja, bis jetzt sollte das anders werden, können wir euch ja immer noch kontaktieren. Ja, klar. Ja, das Gute ist auch bei den Taschen halt, wenn ihr die trägt und da Essen drin habt und jemand will euch überfallen, die sind viel zu doof, um die Tasche aufzukriegen, ne? Ja. Also ist unmöglich, die wegzunehmen. Ja, stimmt. Das ist halt bei anderen Taschen nicht so. Das sieht so cool aus. Da kauft man natürlich auch eine gewisse Art von Sicherheit noch mit. Ja, ja. Richtig. Ja, ich muss los. Bis später. Hau rein. Ja, tschüssi. Oh, ja. Und viel ja, Dank. Immer rauf. Superman muss losfliegen, nein. Da steht er über uns. Ja, wollte eine haben oder zwei oder drei? Ja, eine nehmen wir auf jeden Fall. Ja, sollten wir noch welche dann brauchen? Dann müssen wir irgendwo im Kofferraum, ne? Callen bei euch. Dann gebe ich die hier schon mal. Danke. Auch mal Probe anziehen. Sieht bei Frauen immer besonders lustig aus. Wieso? Als wenn die zur Grundschule gehen. Ja, ich weiß gar nicht, weil ich ja noch die Tasche jetzt... Ja, ich habe nicht genug Platz in der Hosentasche. Das Shirt einmal? Bettshirt? Das von... mit dem Krokodil. Ach so, das brauchst du? Ja. Komm her. Wie viel? 70.000. 70.000, okay. Ups. Super, danke. Bitte. Was würdest du gerne? Ja, ich würde fragen. Achso, dann stelle ich mal Rechnung aus. Ja, genau. Erstmal Däschchen zahlen und dann kannst du fragen. Sag mal, deine Brusttasche, ne? Ja, die wird momentan nicht verkauft. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Bitteschön. Dankeschön. Aber wir haben noch so Kleingeldtäschchen, die werden verkauft, aber müsst auf den Katalog warten. Aber die sind auch sehr, sehr teuer. Okay. Okay. Ja, so Accessoire-Designer-Woche. Und wann kommt der Katalog? Accessoire Designerwoche. Mit ganz viel Glück, aber so wie es aussieht, morgen. Mhm. Geil. Boah, dann gleich mal Katalog stöbern, Liste schreiben, was man alles noch braucht. Also, dann aber aufs Erdbefehl. Jetzt hatte meine Frau noch eine Frage gehabt. Ja. Ja, das stimmt. Und zwar die Schuhe, die Hani anhat, die sind ja in Pink. Ja. Gibt es die auch in Lila? Ich glaube, Mila, ich glaube nicht. Nee, Lila glaube ich nicht, leider. Rosa, sowas, aber Lila nicht. Also dunkler als das nicht. Okay, ja, weil das ist ja pink, wenn da manch, also richtig lila. Ne, lila leider nicht. Also ganz ehrlich, Gift ich hab's grün? Erst für lila empfunden. Grüneres ja, ein helleres. Willst du dann auch schwarze? Ich würde die gerne vorher mal sehen. Ja, dann auf dem Katalog. Dann musst du warten auf den Katalog. Okay. Der kommt die Tage wahrscheinlich an. Ja, gut. Wir denken mal morgen.
Mhm. So lange können wir noch warten. Ach eben. Ich habe es bis jetzt ohne überlegt, dann werde ich das auch noch 2 oder 3 Tage tun. Oh, ich danke euch für die Shirts, ehrlich. Ja, die sind echt mega, super. Wow, wow. Ja. Kein Problem. Oh, Steuermann ruft an. Hallöchen. Ja, kein also, Problem. Ich glaube, wir würden dann weiterziehen. Ja, ja, dann passt auf euch auf. Alles ja, klar. Ja, ja, euch ja, auch. Danke. Tschüss. Bis Freunde. Muss mal kurz wieder zusammenfalten, das Ding. Ja, kannst du geben. Merci. Zebrax, dankeschön für den Prime im 7. und Kraftmeier, dankeschön für den Wies am 14. Ich liebe dich ja auch. Swaplex hatten wir schon, ihr wunderschönen, süßesten, süßi Menschen. Immer nur 1% Frameverlust. Ich will auch Kleidung verkaufen. Ja, kannst du im Laden dann machen. Ui. Oh, hallo. Was wollte der Biggie jetzt von dir? Biggie wollte, sein Freundin hat bald Geburtstag und dass ich auf dem Geburtstag vielleicht einen kleinen Auftritt mache. Okay, ich schmeiß die Tasche mal nach hinten. Du wird Eier im Lager. Abo. So, irgendwas war nur irgendwas. Ach, Cody hat auf, ne? Ist von Essen gehen. Oder was zu essen holen. Ja. Irgendwas war doch noch. Irgendwas war doch noch. Aber was nur was? Warte, ich will mal eben gucken. Geldautomat. Geld, ja. Jax Grün ist da. Mal gucken, wie viel die Firma schon eingenommen hat. Was sagt er, wie viel? Gestern hatten wir 40, ne? Hm. Wir haben heute eigentlich noch nicht so viel verkauft. Ja, aber der O'Brien ist schon unterwegs. 44. Dann sag ich 45. 46 Millionen. Also wir könnten die Kohle abholen und uns verpissen. Nach Lakeside oder so. Ja. Oder Shenorussland. Ja, Mann. Was wollte der Biggie jetzt von dir? Was wollte der jetzt von dir, der Biggie? Dass ich einen Auftritt bald... Ach so, ja, stimmt. Genau. Tag, Sam! Ui. Ja, ja, sup, sup. Ey, Mila, was geht? Ja, okay. Nicht viel bei dir? Auch nicht viel. Tun sie. Oh, Pein! Pein! 46 Millionen TBC-Gold werden wild, Alter. Dann könnte ich mich leveln lassen, dann könnte ich mir Gear kaufen damit. Ich habe keine Zeit für World of Warcraft. Ich glaube, ich lasse den Jamal leveln für mich. Kriegt er 5 Euro. Wichser, Alter. Ja, nicht. Ja, alles gut. Alles gut bei dir? Ja. Oh, Chub. Okay. Ja, was geht? Was geht ab, du Yadi? Nicht viel. Wow. Schlechte Laune? Nee, alles super. Vielleicht will ich den Beat hier rüber, der beißt dir im Hals, Junge. Nee, ich bin sauer, ich bin warm. Und wir haben Hunger. Ja, ich kann leider keine Bestellung aufnehmen. Ich bin noch nicht wieder in der Liste eingetragen. Oh, du meinst, du wurdest noch nicht eingestellt in der Firma. Wir haben doch so eine Liste, wo wir da draufschreiben. Und Cody hat mir noch keine Liste gegeben, wo ich meine Sachen. Wenn du noch nicht auf der Liste stehst, dann geht der Kühlschrank nicht auf, oder was?
Nein, ich kann die Liste, ich kann keine Sachen eintragen, so wie drei Burger und so, und dann vergesse ich das nachher aufzuschreiben. Dann gehe ich hier zum Aragorn, seine Perle. Hallo. Hi. Geht ab, Legolas. ja. Hast du heute ein paar Pfeile gemacht für den Bogen? Richtig, genau. Richtig. Ja. Ich hab Hunger. Hilfe, was möchtest du? Thunfisch-Sandwiche, 5 und 5 Tinkepäckchen, bitte. Alles klar. Mila, willst du essen? Ich hab schon bestellt. Dicke Kuh. Bitte? Ich will nix. Dann nicht. Chat, hallo Chat, seid ihr tot? Ich glaube, mein Chat ist abgestürzt. Da steht Connection los. Und hat keiner mal. Hallo? Okay. Boah, irgendwie rechnet hier ein Bettler, Alter. Ich weiß auch nicht warum. Oh, hi, ja. Giffy. Was willst du? Guck mal, wie du aussiehst, wie ein Penner. Komm, wie du rumrennst, Digga. Als hätte dein Vater Ticket nach Miami Vice gewonnen, Alter. Ja, das wie ist ein richtiger Sonntag, Drip, was ich hier anhabe. So, was geht, Biggie? Wie rennst du rum, Junge? Ich war tauchen. Junkie-Pack-Zeilen sind vorbei. So, Biggie? Ja? Du kannst was muss ich hier für was zu essen tun? Nee, du hast nicht gegeben. Okay. Oh. Hi. Ja, ich nehme 5 Cheese Sandwich und 5. Ich esse doch keine Veggie. Dankeschön. Peach Eis. Das wären dann $200. Okay, dann mach ich mal 1000. Ja. Danke dir. Genau. Dankeschön. Ich dachte, du bist der Managa, Alter. Ja, ich bin auch der Managa. Ja, aber so rennt kein Managa rum. Ja, warte. So, zack, guck, meine Brille hält sich aus, wie bist du es oder nicht? Nee. Hä, wie? Nein, Junge. Hättest du jetzt noch eine Plauze, Alter, wärst ein Cop irgendwie aus Miami. Hä, ich sehe doch gut aus. Aus den 80ern, Junge. Geh dich doch mal einen schicken Anzug kaufen oder so. Ich stell mich einfach daneben. Ja, ich hab keinen Anzug. Was hab ich gerade gesagt, Beatty? Ich bin wieder erst, finde ich gut. Anzug kaufen? Ja. Geh dir doch mal einen Anzug kaufen, ja, ich hab keinen Anzug. Ja, ich muss mir bei euch, wenn ihr Lieferung gekriegt habt, dieses schwarze enge Hemd mal kaufen. Ja, aber du hast kein Geld. Ja, wie teuer ist das denn? Welches, das schwarze Hemd? Ja. 400.000. Ach hier, die PD-16 da vermisst. 400.000. Nein, der Hemd ist, glaube ich, 10. Ja, let's go, kauf ich. Wer ist PD-16, wem vermisst 10.000. Ich? Danke. Ja, die Blonde da. Ach, ist da PD-16? Hallo, alle beste Freundin. Dankeschön. Hallo, alle beste Freund. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, lange nicht mehr gesehen. Ich komme sofort zahlen. Warst du im Urlaub? Ja, ich war in Miami. Der lügt, der war am PD 16, ich hab gehört, sie vermissen den Max. Mein Meisterchen. Ja, ist ja, seit Wochen schon. Bist du denn? Hallo, Mund oder was? Hallo? Warum so frech? Wie? Was ist mit dem Max? Meldet der sich nicht? Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, der war nur kurz hier, um zu sagen, dass er bei den Klamottensachen dabei ist, hat er sich wieder verpisst. Aber das ist schon ein paar Wochen her. Oh. Da ruft auch nicht zurück, gar nichts. Oh. Dann geh doch mal an seine Tür klopfen, vielleicht macht er auf. An seiner Tür. Ja. Bye, have a beautiful time. Hat der eine? Ja, der hat ein Zuhause. Und ja, das Haus ist auch begehbar. Ach, was. Ich weiß Wenn ich gar den nicht, sehe, sag ich Bescheid, der soll sich melden. Ja, oder ja. Oder der soll bei dir vor der Haustür warten, der weiß ja, wo du wohnst. Ja, das stimmt. Ihr habt ja schon bei euch im Garten gechillt, hat er mir erzählt. Nee, bei Krüger haben wir im Garten gechillt. Ach so. Nicht bei uns. Ja, aber das Haus haben wir wegen Max, glaube ich, gekriegt. Das war auch extrem nett. Hallo. Welches Haus? Ja, aber ich komme sofort wieder. Welches Haus? Das Haus, an dem Liam und ich das Vorkaufsrecht haben. Ich glaube, das hat Max uns besorgt. Warte kurz. Ach so. Hi. Und, was geht bei dir, Justin? Ja, alles Biber. Schön. Hat wirklich mit, ne? Von Justin ein bisschen so? Ja. Wie wär's denn mal mit einem schicken Hemd von Kickerwear? Wir haben da sehr gut im Angebot. Ja, ich bin in O'Briens Abteilung, ich weiß. Ach so. Dann können Sie ja bei dem bestellen. Ja, ich habe schon Hemden. Ja, ich wollte noch Leuchteschuhe, aber da soll ich warten auf den Katalog. Ja, wenn Sie uns eine Farbkombination sagen, können wir die holen gehen. Okay. Ja, weil sie, da möchte ich mir die Farbe mal ansonsten angucken, einfach auf Katalog warten, der wird wahrscheinlich morgen Abend online gehen. Ja, genau. Wenn der mal am Telefon geht, würde ich immer wissen, ob sein Vater nämlich unterwegs ist. Fische? Hey. Der ist unterwegs. Ich muss da nämlich einen Antrag schreiben bei euch.
Ja, aber die haben gerade Einsatz. So, wieder Verfolgungsjagd und Geiselnahme. Okay. Irgendwo. Hast du Verfolgungsjagd, O'Brien? Digga, ich muss erstmal arbeiten, Digga. Ich kann jetzt nicht. Wie? Zick mich nur einmal am Handy so an, Junge. Ja, ich hab gesagt, ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten. Ich komm hier aber nach Dortmund, Junge. Tritt dich dir auf von Schienbein, das sag ich dir. Was willst du denn in Dortmund? Ich find dich schon, Junge. So, was willst du? Ist dein Vater unterwegs? Ja, der ist aber auch beim Einsatz. Ja, ich weiß, dass der. Nee, ich stehe hier vor dem PD, Justin Bieber. Der hat gesagt, ihr habt Einsatz. Dann frag den mal, sobald du da Ruhe hast. Und dann sagst du mir Bescheid. Also frag den mal, ob der Zeit hat. Dann sagst du mir Bescheid, dann call ich den. Okay. Okay, dankeschön. Ciao. Bye, have a beautiful time. Have a beautiful time. Und du bist ja auch von dem Kicker, oder? Ja. Ich habe da gerne eine Frage. Ja, bitte. Ja, das ist PD16. Ich halte das jetzt oberflächlich, weil wenn ich zu tief reingehe, da muss nicht jeder wissen. Ich habe vor, ein Gewerbe aufzumachen. Ja. Gewerbe soll sich hauptsächlich um Fun-Aktivitäten und Belebung eines gewissen Ortes betreffen. Das finde ich gut. Das würde ich sogar staatlich fördern, wenn ich zum Staat gehören würde. Nee, ja. Darum geht es gar nicht. In diesem Gewerbe soll es quasi auch einen kleinen Bereich geben, so eine Art Shop für diesen speziellen Anwendungsbereich. Ob man da Klamotten oder ob ihr quasi an Klamotten rankommen würdet für diesen speziellen Bereich. Das kommt doch an, was für Klamotten? Würde sich wahrscheinlich um die Belebung des Strandes. Also ganz normale Schwimmhosen. Ich glaube, Badeshorts oder vielleicht auch so, ja, also bei Frauen denke ich so an Badehosen, wo so ein Tuch drumrum ist oder sowas, ne? So spezielle Sachen halt. Wir haben Rüschenbikini. Also wir haben zum Beispiel Rüschenbikini. Aber nur Oberteil. Ob man das irgendwie so deichseln könnte, quasi wir sind der Distributor von euch. Ihr besorgt das Zeug und es gibt halt nur bei uns dann zu holen und wir kaufen das bei euch ein und verkaufen es dann eben nur, dass es nur in diesem Shop gibt quasi. Boah, willst du so einen Beachclub machen? Ja, so in der Art. Boah, Endtight. Ich kann mit also ihr wollt das exklusiv quasi verkaufen? Ja, da müsste man schauen. Es sollte halt irgendwie so ein Anreiz sein, eben dorthin zu kommen. Sagt, ey, ich will einen Tag am Strand verbringen, ja, hole ich mir gleich neue Badeklamotten oder irgendwas, ein Handtuch oder so ein Scheiß. Ne, verstehst du, was ich meine? Ja, Moment. Ja, Faye? Bist du gerade unten? Nee, ich bin gerade bei Codys. Ich habe von Jack mir Schuhe geben lassen, aber ich habe mir die falschen Schuhe gegeben. Ja, und wo ist der? Ja, nicht mehr da. Ja, können wir gleich machen. Okay, ich warte unten, kein Stress. Ich werde es gleich. Jo, ciao. Also ich sag, wie es ist, exklusiv. Können sie mit Sicherheit beantragen. Wird wahrscheinlich aber... Also ich sag mal so, ist ziemlich schwer mit dem Zoll. Über uns wäre dann einfacher. Aber Badeshorts gibt's heißt, auch in einem... gibt's auch bei euch im Laden dann. Könnte man auch so machen, dass das exklusiv, also ich sag mal, Gewerbeware ist, ne? Die nicht an Privatpersonen verkauft werden. Ja, Gewerbeware weiß ich doch nicht, ob ich die weiterverkaufen darf, ne? Das ist auch wieder so ein. Ja, das ist leider auch alles nicht geregelt, um ehrlich zu sein. Ja, oder man könnte ja sagen, okay, ihr habt eine gewisse, oder nehmen wir an, wir einigen uns auf eine gewisse Stückzahl von dem Teil. Die Hälfte verkauft ihr, die Hälfte verkaufe ich in dem Shop für am Strand. Das lässt sich mit Sicherheit klären. Die Frage ist halt nur, was für Klamotten, weil Badeshorts und so gibt es schon bei Binko. Also bei den großen Ketten. Ja, es soll dann richtig spezielle sein, eine schöne. Aber das ist dann euch überlassen, da muss ich mich ja nach euch richten, was ihr so auftreiben könnt. Klingt auf, also wenn man so drüber redet, klingt es natürlich sehr einfach. Und auf Papier sieht
Stimme sind auch super einfach. Reicht mir, wenn deine mich lieb hat. Aber da ist wieder die Problematik in den Helikopter. obwohl da ja ist. Das viele nicht so verstehen, wie so ein Fallschirm funktioniert. Das ist ja, das, ne? Das, ja, aber deshalb gibt es ja diesen Kurs davor, ne? Dass man ja, aber stell dir mal vor, da gibt es einen Hubschrauber, der fliegt die Leute und schmeißt die dann raus und die haben keine Ahnung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es schon eine Firma gibt, die mit Helikoptern Rundflüge und Fallschirme anbietet. Oder ja, in Zukunft geben wohl wird. Aber da will ich gar nicht drauf. Mein Ressort ist der Strand, da möchte ich ein bisschen Leben reinbringen. Hat jemand Geld für mich? Ich muss Klamotten kaufen. Ist ein Beruf? Nö, aber ich arbeite an einem Konzept für ein Gewerbe, das sich dem Strand bereiche. Ja, so allgemein ein bisschen Freizeitaktivitäten würde ich echt fühlen. Auch wenn einem, weißt du, die Leute sind so unkreativ, da muss immer jemand das Ruder in die Hand nehmen und sagen, jo, wir machen heute eine Fahrradtour, wir machen heute eine Wandertour oder so. Ich meine, das ist jetzt für die South halt nix so, weil die Leute gehen da, die machen bei sowas nicht mit, aber es gibt ja... Die Möglichkeiten sind groß. Wir haben da angedacht, sowas wie ein Yoga-Kurs einmal die Woche. Boah, da bin ich dabei. Naja, aber das kann man ja, das kann man ja machen. Da brauchst du ja nur die Genehmigung vom Gewerbeamt für, dass du das offiziell machen darfst und ja, Geld dafür. Ja, klar. Das ist ja nur Beiwerk, ne? Das ist quasi so eine Stelle, wo man sich gern trifft. Da kann man was essen, was trinken. Dort gibt es Aktivitäten. Einmal die Woche das. Barbecue, Laufen, Strandlauf. Oder du mietest dir eine Liege und ne, so Zeug halt. Alles, die, keine Ahnung. Die Leute sind hier faul und unkreativ. Ja, ich habe hier noch nie gesehen, dass jemand am Strand joggen gegangen ist. Ja, echt? Das war so, aber ich wette, wenn irgendwer am Strand stehen würde und würde sagen, wenn du hier durch die Kreise läufst und du kriegst am Ende $200, dann darf er mal voll auswählen. So, dann sind sie am Start. Ja, man muss das ja auch belohnen. Da, jeden Tag kommt da einer und schmeißt da Handtücher hin und Sonnenschirme und Bälle, aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die du machen kannst und anbieten kannst. Random Geiselnamenführer. Boah. Ja, aber weißt du, was mir gerade einfällt zu deinen Badeshorts? Hey, mir wird nicht zugehört. Das ist doch gar nicht so kompliziert. Werdet ihr noch wir bereuen. Können, wir könnten einfach für eine Badeshorts, die schon existiert, einfach extra auf den Laden ein zugeschnittenes Design machen. Dass das exklusiv dann nur ist halt. Ja, für die Damen, für die Herren. Musst du dir halt nur beim Gewerbeamt die Genehmigung holen, das auch finanziell zu vertreiben. Ja, klar. Weil das ist hier mit dem Zoll so, dass man sehr hohe Zollgebühren zahlt, dass man sich quasi gar nicht daran bereichern kann. Es geht auch nicht um die Bereicherung. Ich zahle da auch den vollen Preis für und gebe das um den gleichen Preis weiter. Es geht rein, dass man sagt, ey, da gibt's coole Sachen, da schauen wir hin und verbringen mal einen Tag am Strand oder so. Naja, ich habe jetzt noch nie einen gehört, dass der irgendwie eine coole Schwimmhose haben wollte. Also ich wäre offen. Das ist ja was anderes, wenn du sagst, okay, da sind Leute am Strand, die machen gerade Party oder sonnen sich, oder haben sich hingelegt. Dann guckst du dir das automatisch an und denkst, ey, eigentlich coole Sache, ich hole mir mal eine Strandhose oder so. Alles für den weißt du, was mir jetzt einfällt? Perfekt. Was vielleicht auch noch, was super zum Strand passt, um den noch zu beleben. Und was auch super simpel ist, weil du brauchst nur einen Teil dafür. Wenn du einen Laden hättest, wo du solche Accessoires und so anbietest, plus einen Metalldetektor. Dass Leute über den Strand laufen können mit einem Metalldetektor und da vielleicht das ein oder andere finden. Was ein bisschen Diamant, ne? Ketten, Ringe, so Zeug. Ja, das wäre auch cool. Ja, oder eine Dose. Oder ein Goldzahn. Kronkorken. Ja, aber das ist halt. Also Metall, bin ich ganz ehrlich, wenn ich Langeweile hätte, würde ich das auch machen. Warum nicht? Ja, jetzt stell dir mal vor, dieser Metalldetektor, der wäre noch wasserdicht, du hättest Taucherflaschen und könntest damit beim Wrack rumtauchen und findest da Goldmünzen. Oder ja, jetzt übertreiben wir aber nicht, ne? Robinson Crusoe hier. Over 9000, Bruder. Lass doch so ein Piratenschiff kaufen, das schwarze anmalen, Alter. Stell dich mal zur See. Meine Arsch nur. So ein Bananenboot. Ich bin Curtis Jones. Ein Bananenboot. Chef, oder jetzt ein Motorboot mit einem Bananenboot hinten dran. Ja. Oh Scheiße, mein Gott, das wäre wild. Aber, ja, wir können deinen Kofferraum präparieren, dann hast du ein Bananenboot. Ja, das weiß ich auch. Aber da kannst du schnell in die Hose gehen. Ich bin Captain Big Dick. Sheesh. Mit Fallschirm, okay. Was sagt er da? Ich würde, wenn du zum Gewerbeamt gehst, die Erfahrung habe ich gemacht, je simpler und einfacher und wenn du Ressourcen nimmst, die schon vorhanden sind und die schon importiert wurden, umso schneller geht's und umso besser wird's auch. So unkomplizierter ist das Ganze. Ja. Es ist im Grunde unkompliziert, aber ich möchte eben die Möglichkeiten aufzeigen zur Erweiterung, was man alles machen könnte, aber da keinen Zeitdruck draufsetzen, sondern wenn Zeit ist oder wenn
die Möglichkeit besteht, kann man dran denken und das eventuell dazufügen dann. Ja, dann am besten Sonntag zum Gewerbeamt. Ja, mach ich auch. Also, ja, mach muss doch. Erst noch fertig machen, aber mach ich. Dann geh doch. Jetzt sowieso, weil jetzt ist mir zu gefährlich hier bei den ganzen Augen hier. Oha, was sagt das da? Hm? Da muss man schnell sein bei sowas. Ach so, ja, das kenne ich. Jetzt stimmt, wenn du es nicht machst, macht es irgendwo. Und alle Ideen, ne? Angemeldet. Mhm. Und irgendein Stark oder wie der heißt. Ich muss los. Gut. Ach so, die Faye wartet am Lager. Fuck, hab ich vergessen. Ja. Oh, Mila, wir müssen kurz zum Lager eben. Hi. Ein paar Schuhe austauschen. Ja. Okay. Ach, bleibt er hier? Wir kommen gleich wieder. Ja, ja, klar, ja, klar. Guck mal nach, wie teuer das Hemd ist. 10.000! Willst du haben? Nehme ich. Ja, warte, ich komm. Du kannst gleich bezahlen. Welche Farbe? Schwarz. Okay. Nee, gar nicht. 50.000 kostet. Ey, 50. Schrei nicht so laut, aber so viel Geld habe ich nicht dafür. Ja, kaufe ich dir. Okay. Hässlicher Schnorrer. Dreckiger Penner, Alter. Ich hasse den. Ich hasse den. Stell mir mal bitte eine Rechnung aus von 50.000. 50.000. Was ist los? Hä? Ich? Ja. Nix. Bist du auf einmal so ruhig und ohne Energie? Ich weiß nicht von Tauchen. Ich kann gerade mal schwimmen. Wie, kennst du nicht die berüchtigte Tauchschule von Commander? Vom Kriegerfisch? Nein, aber ihr zählt viel davon. Ja. Das kam immer auf D-Max. D-Max? Es gibt da so ein Video. Irgendwo im Internet, da kämpft er gegen 5 Haie. Boah, ja. Echt? Mit einem selbstgebastelten Speer aus seinen Haaren. Boah, cool. Voll, oder? Mhm. Oh. Oh. Was für Schuhe hat er dir gegeben? Ich hab die schon entsorgt. Der hat mir einmal irgendwie LED-6 gegeben, wo ich nicht haben wollte. Ich wollte LED-Schuhe 2 und 4, also einmal mit grün Ach, und einmal für mit rot. Typen? Ja, ja, ja. Ach so. Ich kann sagen, du kannst ja einfach die Kartons selber aufmachen. Ja, ja, nee. Ich bin fast fertig. Das ist gut. Hm. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich morgen das Haus verlasse. Und wenn morgen der Laden aufgeht, welche Schuhe? LED 2 und 4, also einmal weiß mit grün. Genau, und einmal weiß mit rot. Ja, ja. Stopp, danke. Ein hässliches Hemd für ein Güffi, Alter. Kein Ding. Ja, sonst machen wir es am Mittwoch, oder nicht? Ja, das Ding ist, die Leute sind so heiß drauf, Alter, die drehen ja komplett durch. Ja, das stimmt. Also von denen, die bestellt haben, haben doppelt nochmal die gleiche Menge gesagt, ja, ich warte auf den Katalog. Ja, dann stell doch einfach für morgen noch BT ein oder so. Bye, have a beautiful time. Hat er deinen Spaß? Ah, wir machen das schon. Okay, okay. Wenn nicht, bin ich ja am Anfang. Aha, okay, ja, ich weiß es nicht. Muss ja gucken. Ja, überleg's ja. Ich guck, Mila, du hast einen Schlüssel vom Cavalcade, ne? Mila? Mila, bitte rede. Mila? Ja, ja. Hast du einen Schlüssel vom Cavalcade? Ja. Ich glaube, du musst den fahren, dann nehme ich den scheiß Wagen mit. Ich hasse den so sehr. Tschüss.
Unlucky, danke schön für die Leute. Moin, Curtis nach Monat mal wieder da. Grüße und herzlich willkommen zurück. Hat sich ein bisschen was verändert. Und Ignell, danke für den Prime im 9. Und Zinner, danke für den Prime im 8. Und Sweetshot, danke schön für die Wisdom im 3. Ich küsse dein Herz. Eure Herzen. Hogwarts. Ich hasse dieses Auto so hässlich von hinten. Und ich fahre hier auch nur über den Berg damit, Junge. Monkel im Tür. Ist nie, uff. Ist immer nur so schlimm mit Lex? Nein, ne? Chat? Ihr Süßis? Ist schlimm? Nein, oder? Ist nicht schlimm, oder? Nein. Öfter mal. Das können aber auch die Mini-Lex vom Server sein. Wenn zu schlimm wird, muss der Bescheid sagen. Dann pumpe ich wieder runter. Haben wir zwar schlechte Grafik, aber für keine Lecks. Habt ihr ja gehört, was gelesen, was Schwester Kusch geschrieben hat? Mache ich morgen diesen komischen Diagnosetest da mit O2 Can Do. Hoffentlich ist das beseitigt. Und ich habe Kontakt mit dem Jiri, der arbeitet bei Telekom. Er kann mir da auch helfen. Das werde ich dann die Tage in Anspruch nehmen. Hi. Irgendwas ist mit dir. Du bist auf einmal ohne Energie. Doch. Lüg nicht. Dann achte. Ich heb deine Nase. Wie viel ist meine Nase noch da? Deine Nase? Ja. Ja. Du fragst. Wenn du nächstes Mal ein Auto dahin fährst und das nicht abholst, ne, schlag ich dich kaputt. Ich wollte das noch abholen, aber der Jack hat gesagt, nein. Dankeschön. Ja. Ich sag dir nur. Hi. Hallo. Ich hab mal eine Frage. Die Hemden, verkauft ihr die jetzt auch? Nee, das ist immer noch von dem Dings. Immer noch von der Party, ja. Ui, guck mal. Seht mir das. Ja. Ui. Ja gut, danke trotzdem. Kein Problem. Ja, du siehst ja, mach dir die Bock, Junge. Mach dir Dress rein, sonst hau ich dich weg. Wieso? Ich geh jetzt Mila spielen! Ich fahr zum Friseur. Ja. Warte, Mila! Ist ja nicht so, dass ich erwachsen bin und dir rumbrenne wie ein Trottel. Gib mir sofort meine Nase, sonst kann ich nicht koksen. Weißt du noch, ganz früh, als wir hier im Gebüsch versteckt haben? Ich, kommt Kudis, dann sehen wir uns vielleicht. Mit wem redest du? Ja, okay. Okay, bis dann. Mit wem redest du? Lisa. Ach so, deine beste Freundin. Ja. Der O'Brien macht die fit, ne? Nein. Und dann macht der fit nach. Er hat ein Feind. Ja, und das ist ein Grund, kein Hindernis. Der soll sein blöd. Ja, sag dem das. Nicht mir. Ich bin treu. Ich bin Chandler. Mann, Mann, Mann. Gib's doch nicht. Magst du den O'Brien nicht? Wenn der nicht so needy ist, dann wäre er bestimmt okay. Aber der hat Schluss mit seiner Freundin, klar ist der needy. Ach, dann soll er sich aber nicht Lisa holen. Die Lücke, das Loch, was hinterlassen wurde, muss gefüllt werden. Das ist emotionales, das ist ein Scheiterhaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist scheiße. Aber der soll weg von Lisa bleiben, sonst bin ich den sauer und dann muss ich den zumachen. Dann bin ich denen nämlich böse und dann rede ich nicht mehr einen Tag mit denen. Okay, dann geh du mal nach Cody's, komm gleich wieder, okay? Okay. Chat, Hilfe!